Hast du gute, dunkle, bisexuelle Pläne geschmiedet? Ja, heute um Mitternacht bin ich bi im Dunkeln. In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich, bin 27 Jahre alt und verwende keine Pronomen. Mein Name ist Sal, ich nutze Er- und Dey-Pronomen, bin trans, aro-alo, bi, weiß und ein Österreicher, der im Schwarzwald geboren ist. Genau, und für die heutige Folge haben wir uns auch noch eine Gastperson eingeladen. Mara, möchtest du dich kurz einmal vorstellen für unsere ZuhörerInnen? Hallo, danke schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Mara, ich benutze sie, ihr Pronomen und ich bin bi. Und das beziehe ich für mich auf alle Arten von Anziehung. Der Begriff Pan ist auch okay für mich. Ich bin 28, weiß, komme aus Deutschland und wohne in England. Und ich bin schon lange in queerem und bi-Aktivismus aktiv. Sehr cool, vielen Dank. Sal, möchtest du mal kurz zusammenfassen, worüber wir heute reden für alle? Wie man vielleicht daran merken kann, wen wir als Gastperson eingeladen haben, heute reden wir über Bi, Pan, M-Spec-Identitäten und das gesamte Spektrum rundherum. Wir reden darüber, was das eigentlich heißt und was ein paar Labels sind, wie eine Person eigentlich merken kann, dass sie Bi ist, aber auch über Bi-Feindlichkeit und Vorurteile. Ja, dann lasst uns gleich mal anfangen, würde ich sagen. Wir beginnen heute mit Begriffsdefinitionen zu Menschen, die sich zu Personen von mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. Die Anziehung zu Menschen verschiedener Geschlechter muss dabei nicht gleich stark, gleicher Art oder gleichzeitig sein. Und es kann sich auf alle Ebenen von Anziehung beziehen oder einzelne oder mehrere. Es kann sich auf romantische und sexuelle Anziehung beziehen. Meistens labelt man es bei platonischer Anziehung aus irgendeinem Grund nicht so. Ästhetische, sensuelle, was auch immer. Und um jetzt zu den einzelnen Begriffen zu kommen, gebe ich gleich mal an Mara weiter. Genau, erstmal sind für diese Menschen verschiedene Schirmbegriffe, also Begriffe, die sich auf alle in diesem gesamten Spektrum beziehen, in Gebrauch. Häufig verwendet wird zum Beispiel B+ oder der B-Umbrella. Etwas neuer ist der Begriff M-Spec, das bedeutet Multiple Gender Attraction Spectrum. Und da ist es so, dass der Begriff den Vorteil hat, dass er im Gegensatz zu B+ und B-Umbrella nicht eine der Identitäten des Spektrums sozusagen als Schirmbegriff nochmal über die anderen hebt. Gleichzeitig ist der Begriff aber deutlich unbekannter und wird deswegen oft nicht so leicht verstanden. M-Spec wird aber zunehmend auch als einzelnes Label verwendet. Unter diesen gesamten Schirm fallen dann zum Beispiel Pan, Bi, Omni, Multi, Poly und weitere Identitäten. Und diese ganzen Labels, die gleich nochmal im Einzelnen erklärt werden, sind auf gar keinen Fall trennscharf. Manchen Menschen sind bestimmte Label für sich sehr wichtig und es geht dabei aber weniger um fixe Definitionen als um Konnotationen. Es geht darum, welche Label sind Label, mit denen sich eine Person wohlfühlt. Und diese Label können dann, je nachdem, wie man sie versteht, deckungsgleich sein oder nicht deckungsgleich sein oder unterschiedliche Gefühle und Konnotationen wachrufen. Wichtig ist einfach zu sagen, nicht zu sehr auf Definitionssachen rumreiten und mehr Konnotationen und Feelings. Genau, und dennoch habe ich hier jetzt die Aufgabe bekommen, zu versuchen, diese Labels so ungefähr zu umreißen. Und ich würde anfangen mit Bi und Pan. Und zwar geht es bei beiden Label um Personen, die sich von Menschen von mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlen. Eine alternative Definition, die deutlich seltener verwendet wird, wäre auch, sich zum eigenen und anderen Geschlechtern hingezogen zu fühlen.
Bi meint dabei nicht nur zwei und das wird auch von den allermeisten Menschen in der Community oder in den Communities so verwendet. In Bi-Communities war das auch schon historisch so, also mit dem Begriff wurden eigentlich auch historisch immer schon mehr als zwei Geschlechter gemeint, auch als der Gedanke von mehr als zwei Geschlechtern noch nicht so im öffentlichen Bewusstsein angekommen war wie heute. Ja, ich glaube, dazu ist noch wichtig zu sagen, dass da historisch sehr viel Solidarität und sehr viel gemeinsam gewachsen ist in Bi- und Trans-Communities. Das heißt, da waren zum Teil schon deutlich mehr Sensibilitäten für mehr als zwei Geschlechter da. Und manchmal wird einfach so in den Raum gesagt, so ja, früher dachte man mehr bisexuell Männer und Frauen. Und das liest sich auch so, wenn man zum Beispiel medizinische Literatur liest. Aber wenn man sich die aktivistischen Communities anguckt, dann ist das wirklich nicht so. Ich meine, wenn man sich die medizinischen Sachen durchliest, dann hat man sowas wie Bisexualität, mein Zweigeschlechtlichkeit, ich glaube, 1900 ja. Herum, also anderes Thema. Ja. Vielleicht eher auch nicht das, was wir hier meinen, aber eben in Communities, in Bi-Communities wurde der Begriff eben immer verwendet für Anziehung gegenüber Menschen, die zu mehr als zwei Geschlechtern gehört haben. Also es ging immer um mehr als zwei und nicht bloß um zwei. Genau. Was bedeutet dann Pan? Pan meint alle Geschlechter. Das kann bei Bi auch so sein, muss aber nicht so sein. Die Konnotation vom Begriff Pan, bisschen pansexuell, panromantisch und so weiter, ist auch so ein bisschen, dass das Geschlecht der Person, auf die die Anziehung gerichtet ist, für die Person, die die Anziehung empfindet, nicht wichtig ist. Beziehungsweise, dass die Anziehung, egal zu welchem Geschlecht die Person, auf die die Anziehung gerichtet ist, gleich ist, also nicht mehr oder weniger intensiv, keine unterschiedliche Qualität hat, vielleicht auch nicht unterschiedlich häufig, genau. Ja, ich glaube, wichtig ja. ist da zu sagen, dass es auch immer Pan-Personen auch gibt, die das überhaupt nicht so fühlen und diesen Begriff nicht für sich so verwenden. Es ist mehr so eine vage Konnotation und oder eine Definition, die manche Leute verwenden, aber die nicht Konsens ist in der Community insgesamt. Genau, dann hätten wir noch den Begriff Omni. Mara, möchtest du dazu was sagen? Gerne. Also der Begriff Omni wird seltener verwendet. Auch da geht es um Anziehung zu allen Geschlechtern, ähnlich wie bei Pan. Manchmal wird der Begriff in Abgrenzung zu Pan verwendet, um hervorzuheben, dass sich eben die Anziehung zu verschiedenen Geschlechtern für die Person unterschiedlich anfühlt. Dann gibt es noch die Begriffe Poly und Multi. Die sind auch eher selten und meint die Anziehung zu Personen von mehr als einem Geschlecht beziehungsweise Anziehung zu Personen von vielen Geschlechtern, um das Altgriechische und Lateinische reinzubringen, aber nicht unbedingt zu allen. Wobei polysexuell, polyromantisch, poly etc. nicht mit polyamorös zu verwechseln ist. Ich glaube, einer der Gründe, warum polysexuell und polyromantisch und so weiter als Begriffe etwas seltener sind, ist auch diese Verwechslungsgefahr. Genau. Und dann sollten wir nicht vergessen zu erwähnen, dass manche Personen, die sich unter dem M-Spec-Schirm wiederfinden, einfach nur auch nur als queer labeln und kein spezifischeres Label verwenden. Manchmal hat das so eine politische Richtung, warum Leute queer verwenden, von sich spezifisch zu Normen abgrenzen, und manchmal hat das auch so eine gewisse: Ich gebe auf, was das genau ist. Ja, weil das ist auch mega überfordernd, diese ganzen Label. Und das ist, also ich meine, da kann man sich auch direkt die Frage stellen, so warum gibt es überhaupt so viele Begriffe, die fast deckungsgleich sind oder so verstanden werden können zumindest. So. Und die Antwort ist, das ist irgendwie so historisch gewachsen.
Viele Menschen verwenden für sich auf jeden Fall auch mehr als ein Label. Die meisten Menschen identifizieren sich mit einem der Label eher wegen persönlichen Vorlieben, weil sie mit einem Label eine Geschichte haben, weil sie mit einem Label Aktivismus betreiben, weil sie vielleicht ein Label möchten, was leicht von allen verstanden wird, oder vielleicht aber umgekehrt auch ein Label möchten, wo Menschen erstmal nachfragen. Und es gibt, wenn man in dunklen Ecken des Internets sucht, hitzige Diskussionen über die strikten Definitionsabgrenzungen dieser Begriffe. Aber für das tatsächliche Leben von Menschen, die sich unter dem MSpec-Umbrella identifizieren, hat das die allermeiste Zeit gar nicht so viel Bewandtnis, wie diese clickbaitigen Sachen manchmal den Anschein machen. Und tatsächlich ist es als Community auch nicht leicht, in einzelne Spalt-Communities zu unterteilen, sondern irgendwie so ein großes, ganzes, unscharfes Gewaber. Ja, dann haben wir jetzt darüber geredet, dass es so viele Begriffe gibt und dass es so ein bisschen von den eigenen Vorlieben abhängt, welcher Begriff auch von Personen für sich selbst verwendet wird. Und dann würde ich euch gern gleich mal sagen, was für Begriffe verwendet ihr denn für euch, um diesen Aspekt von eurer Identität und Orientierung zu beschreiben? Und vielleicht auch ein bisschen warum. Mara, willst du gleich anfangen? Ja, also ich verwende für mich den Begriff Bi. Vor allen Dingen ist der Grund, dass das für mich eine persönliche Geschichte hat, dass ich für diesen Begriff für mich persönlich sehr kämpfen musste, weswegen ich da einfach so emotional auch dran hänge. Andererseits gibt es zu Bi wahnsinnig viel richtig coole aktivistische Geschichte und ich mag, dass das auch noch in diesem Begriff drin hängt. Ich glaube, den Begriff Pan, das ist einer, zu dem habe ich nicht so einen emotionalen Bezug oder so, aber wenn mich jemand jetzt als Pan beschreiben würde, würde ich auch nicht sagen, dass das falsch ist. Das wäre völlig okay. Ich glaube, ich würde für mich selber einfach immer lieber Bi verwenden. Sal, wie sieht's bei dir aus? Einerseits ist Bi der erste Begriff, den ich für mich als queeres Label irgendwie erkannt habe. Und andererseits ist es bei anderen Begriffen, also eigentlich was theoretisch passen würde, wäre vor allem Pan. Aber Pan hat einerseits diese Konnotation, diese Geschichte, die mitschwingt von ist vom Geschlecht unabhängig, ist Geschlecht ist nicht unbedingt wichtig. Das würde stimmen. Aber was es auch gibt, ist dieses Hearts Not Parts Meme, das sich doch sehr auf romantische Anziehung bezieht. Und ich bin Aloare und ich jedes Mal, wenn ich das höre, es passt nicht. Ich habe mich da einfach immer ausgeschlossen gefühlt automatisch. Also, ja, nicht mein Begriff. Finn? Ja, kann ich nachvollziehen, was du sagst. Ein Stück weit. Ich verwende, wenn ich meine Grey Ace Orientierung näher beschreiben sollte, verwende ich für mich selber eher MSpec als Schirmbegriff. Ich habe da auf meinem Weg dann irgendwann entschieden, dass für mich der Schirmbegriff selber, ich weiß nicht, besser passt ein Stück weit und sich für mich auch besser anfühlt oder für mich treffender anfühlt. Ich habe jetzt ich habe dann lange oder zuerst auch gesagt, ja, mit Bi kann ich nicht so gut. Habe dann aber jetzt in letzter Zeit auch begonnen, mehr Bi zu verwenden. Einerseits auch, also angefangen hat es damit, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn ich irgendwo hingehe und sage, ja, ich bin aromantisch Grey Ace und MSpec, dann haben wahrscheinlich 90% der Menschen oder mehr keine Ahnung, was MSpec heißt. Wenn ich sage, ich bin Grey Ace und Bi, dann schaut das schon anders aus, so irgendwie. Und inzwischen, ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein Stück weit so eine Gewöhnung, aber inzwischen fühle ich mich auch wirklich wohler damit. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ja, Finn ist Bi, dann wäre ich auch, ja gut, okay, ist jetzt nicht das erste Wort, das mir
in den Sinn kommt, wenn ich das beschreibe, aber ja, das passt auch gut und es wird auch verstanden. Pan verwende ich für mich auch eher nicht, also habe ich auch gar nicht so in Betracht gezogen, aber eben auch, weil das für mich diese Konnotation hat oder weil ich es einfach oft in dieser Konnotation erlebe, dass Menschen sagen, ja, Geschlecht spielt dann gar keine Rolle irgendwie und sie sehen das oder kriegen das Geschlecht gar nicht so wirklich, es macht keinen Unterschied für sie und das ist für mich halt auch einfach nicht so, denke ich. Ja. Wir haben mal wieder eine Umfrage gemacht. Danke an alle, die mitgemacht haben. Dass wir alle Antworten, die ihr uns gegeben habt, in der Folge durchgehen, geht sich leider nicht aus. Aber wir haben uns über alle gefreut. Die erste Frage war, was bedeutet B-Sein für dich? Und ich würde mal sagen, das ist eine gute Überleitung von den Definitionen weg zur Umfrage. Genau, und wir haben ja jetzt schon ein bisschen gesagt, warum wir die Label verwenden, die wir verwenden und auch so ein bisschen, was die für uns bedeuten vielleicht. Also haben wir das schon so ein bisschen beantwortet, darum würde ich jetzt gleich auch mal damit anfangen, Antworten vorzulesen. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, nicht der Heteronormativität zu entsprechen. Und das finde ich schon mal eine gute Antwort, weil das trifft's, finde ich. Und eine andere Antwort, die wir bekommen haben, ist Anziehung zu mehr als einem Geschlecht, das heißt zu Männern, Frauen und anderen. Zweitens, Parallelen in meinem Erlebten zu dem Leben anderer Bi-Personen. Drittens, ein Mangel an Angeboten in queeren Zentren, die spezifisch auf Bisexuelle gerichtet sind, in Klammern geschlechterübergreifend statt geschlechtsspezifisch für WLW/MLM, also Frauen, die Frauen lieben, beziehungsweise Männer, die Männer lieben. Ich finde an der Antwort richtig cool, dass da auch dieser Community-Aspekt nochmal hervorgehoben wird. Also, dass ja Label nicht nur was sind, die ich für mich in meinem stillen Kämmerlein entscheide, sondern auch was sind, was man als Instrument verwenden kann, um Leute zu finden. Also, wenn ich sage, ich bin bi, dann meine ich das viel weniger als so, ja, hier, das ist eine tiefe innere Wahrheit, sondern mehr so, hey, hier, ich, wie, komm zu mir und lasst was zusammen machen. Genau, und das ist ja auch ein großer Aspekt davon, ein Label zu verwenden, ist für viele Leute ja auch, dass es eben eine Überschneidung gibt zwischen dem eigenen Erleben und dem Erleben anderer Personen, die eben genau dasselbe Wort verwenden, um sich zu beschreiben, denke ich. Lustigerweise kenne ich gerade in Wien mehrere bi-spezifische Angebote, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass da Visibility halt recht aktiv ist, / war. Der Verein existiert nicht mehr, die Gruppe existiert noch und der monatliche Stammtisch findet jetzt langsam wieder in echt statt. Und auch Spieleabende und so wurden veranstaltet, aber das ist dann halt auch ein... Eigentlich ist es kein Angebot von einem queeren Zentrum, sondern es ist das Angebot von einem lokalen Bi-Verein. Strickstrich. Ja, das ist richtig cool. Es gibt total viel, weiß ich nicht, Bi-Sachen, die so in Orten spezifisch passieren. Und klar, es ist nicht so einfach, Community zu finden als Bi-Person. Auf jeden Fall schwieriger als mit manchen anderen Identitäten. Aber trotzdem passiert was so. Trotzdem kann man auch Bi-Menschen vor Ort oft sogar finden und zusammenkommen. Kommt wahrscheinlich oft auch darauf an, wie groß die Stadt ist, in der man sich befindet, oder? So ein bisschen. Auf jeden Fall. Das hängt oft an wirklich Einzelpersonen oder ganz kleinen Gruppen, ob es in der Stadt viele Angebote gibt oder manchmal auch leider gar keins. Ich meine, in Wien ist es halt ein bisschen leichter als zum Beispiel in Klagenfurt. Ich werde noch eine Antwort vorlesen. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, dass ich mich zu Menschen meines eigenen Genders hingezogen fühle und Menschen, die sich als nicht mein Gender identifizieren. Ja, ich glaube, da haben wir ja auch eine der Definitionen, die wir schon vorhin auch genannt haben, die auch einige Menschen für sich verwenden. Und ich finde schön, dass auch unsere Antworten, die wir bekommen haben, auch so ein breites Spektrum an verschiedenen Definitionen repräsentieren. Also wenn wir sagen,
Definitionen unterscheiden sich total und es gibt nicht die Konsensdefinition, auf die man festgenagelt werden kann, dann sieht man das auch total deutlich in den Antworten, die wir hier bekommen haben. Stimmt, voll. Ja, eine andere Person hat dann noch geschrieben, mehr als ein Geschlecht attraktiv finden zu können. Das hatten wir auch vorher schon, genau. Und dann kam auch, dass ich alle Menschen lieben und sexuell attraktiv finden kann, unabhängig vom Geschlecht. Das spielt keine Rolle für mich. Und da haben wir auch wieder einen weiteren Aspekt der Definition. Genau, und auch da ist wieder diese Geschlechtsunabhängigkeit, auf die wir vorhin bei Paaren so ein bisschen eingegangen waren, dass manche Leute deswegen Paaren verwenden. Die Person, die das hier aber geschrieben hat, definiert sich als bisexuell und graysexuell. Also auch hier sieht man wieder diese Überschneidung und dass es nicht so trennscharf ist, dass eben auch eine Person, die sich als bisexuell identifiziert, sagen kann, yo, Geschlecht ist mir egal. Genau. Bevor wir jetzt zur zweiten Frage kommen, vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Wir verwenden jetzt nicht die ganze Zeit bi, aber bi als Über- bzw. Schirmbegriff im Sinne von bi plus oder bi Stern oder bi Umbrella. Und jetzt zur zweiten Frage. Wie hast du eigentlich gemerkt, dass du bi bist und wie war dein inneres Coming Out? Finn, wie war es bei dir? Ja gut, ich fange gleich mal an, wobei ich finde meine Geschichte oder mein inneres Coming Out als Bi- bzw. M-Spec immer so ein bisschen weird zu beschreiben. Also das ist gar nicht so lange her und ich war zu dem Zeitpunkt schon in der A-Spec-Community recht aktiv und hatte mich so ein bisschen gesettelt mir haben dann die Labels aromantisch und auf dem asexuellen Spektrum beziehungsweise dann Grey Ace ganz gut gepasst. Aber ich hatte erst so eine, ich habe das immer beschrieben als eher in Richtung homosexuell oder so. Und es hat dann mit der Zeit, ich meine Kurzformat wäre so, ich habe festgestellt, Personen auf dem männlichen Spektrum und darüber hinaus sind auch nicht so schlimm, wie ich dachte oder so, wenn man will. Nein, hatte viel damit zu tun, dass ich quasi in meinem Kopf so ein bisschen auch Bilder abgebaut hatte, was so gesellschaftliche Vorstellungen waren von Sexualität und auch Heterosex und so Sachen. Ja, genau. Und dann auch ein Stück weit Anziehung zuzulassen und auch einzuordnen für mich. Und als ich das dann, aber es war für mich auch ein sehr, ich finde, es war kein so schwieriger Prozess, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach schon in queeren Communities auch war ein bisschen. Also es war für mich mehr intern so ein bisschen, natürlich ein bisschen kompliziert, aber ich fand das dann alles in allem eigentlich relativ angenehm für ein inneres Coming Out, wenn man so will. Wie sah es bei dir aus, Sal? Bei mir war Bi tatsächlich der erste Begriff, auf den ich drauf gekommen bin, was queere Labels angeht. Und sehr viel war dann im Rückblick, aber wirklich drauf gekommen bin ich durch Fanfiction, lustigerweise. Und zwar einerseits durch Erfahrungen von Anziehung, die, wo das zum ersten Mal queere Geschichten waren, die ich gelesen habe. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch unter der falschen Auffassung, dass ich ein Mädchen wäre. Also waren das Anziehungen von Frauen gegenüber Frauen. Und auch Geschichten über innere Coming-Outs. Das war dann so, das kommt mir gerade bekannt vor. Lustigerweise habe ich es geschafft, mehr als ein Jahr davor mir gegenüber selber absolut bewusst zu sein, dass ich gerade eine Bekannte extrem sexuell attraktiv finde. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich realisiert habe, dass ich queer sein könnte. Manchmal bin ich ein Genie. Mara?
Ja, bei mir war es eigentlich so eine sehr plötzliche Realisation. Also, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Das war irgendwie, wir hatten so zusammen Urlaub gemacht, ich und ein paar Freunde. Und dann war ich mit einer Freundin und einem Freund, das war in München an der Isar und es war voll schön. Und der Freund von mir hatte dann sein schwules Coming-out vor uns beiden anderen. Und es war ein super schöner Moment. Und dann sind wir danach so beschwingt zur U-Bahn gegangen. Und dann fangen die beiden, die Freundin ist hetero, an, gemeinsam darüber zu witzeln, wie unattraktiv sie Frauen finden. Und in dem Moment war ich so, halt, stopp. Das fühle ich jetzt gar nicht. Also vor allen Dingen, ich hatte noch nie Leute so explizit sagen hören, dass sie, oder die Arten beschreiben hören, wie wenig sie Frauen attraktiv finden. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, da relate ich gar nicht. Ich habe so auf mein Leben geguckt und war so, wow, this is not the hetero experience, I guess. Und das war auch dann tatsächlich in dem Moment, war das so ein, ah, dann bin ich wohl bi. Das finde ich aber auch sehr cool. Und ich meine, im Rückblick ist mir dann so ähnlich wie bei dir, ist halt auch so aufgefallen, so, okay, ja, wow, wenn ich jetzt gucke auf so meine frühere Schulzeit und so, es gab immer Mädchen, mit denen ich ganz viel zusammenhängen wollte und mit denen ich ganz viel machen wollte, die ich wunderschön fand. Und ich habe immer gedacht, so, ja, ich will nur aussehen wie die. Ich will nur die ganze Zeit in der Nähe sein, weil wir so gut befreundet sind und weil die so cool ist und alles. Und dann hatte ich Jungs, wo ich das Ähnliche, eigentlich im Rückblick ist es ganz offensichtlich, die gleichen Gefühle hatte, und das aber halt als verliebt gelabelt habe. Und ich habe einfach so diese Erfahrung damals, obwohl ich sie gefühlt habe, nicht eingeordnet unter halt verliebt sein oder Anziehung. Bei mir ist während der Schulzeit auch noch das eine der lustigsten Überschneidungen mit Autismus. Schwierigkeiten mit Augenkontakt. 13-Jähriger, der noch keine Ahnung hat, dass er irgendwas sexuell attraktiv finden kann, so wirklich bewusst. Wohin, glaubt ihr, sind die Augen gewandert? Die nach ganze unten. Zeit nach unten. Und dann ist mir aufgefallen, warum starre ich denn da hin? Dann hoch. Und dann sind sie wieder runtergewandert. Auf Dauerschleife. Ups. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Tja, nee, was ich noch sagen wollte, zu, weil du gesagt hast, du hast Dinge nicht so eingeordnet. Und Sal, du hast vorher auch gesagt, ja, du hast gewusst, dass du findest jemanden attraktiv, aber hast das nicht, bist nicht auf die Idee gekommen, dass du deswegen queer bist. Ein Stück weit ist das ja auch immer, ist diese Einordnung auch immer eine Frage der Narrative, die wir haben gesellschaftlich. Also, wir haben einfach gesellschaftlich durch heteronormative Strukturen bedingt auch einfach, wenn ich Gefühle gegenüber jetzt als Person, die ja durchaus weiblich gelesen wird, wenn ich Gefühle gegenüber einer männlichen Person einordnen will als Verliebtheit, dann sagen mir ganz viele Leute, ja, das ist Verliebtheit, das ist so und ist vielleicht auch so gedacht oder so oder wird auch so erwartet. Aber wenn das jetzt Gefühle für eine andere oder für eine nicht-männliche Person sind, dann wird das schon ganz anders gesehen. Dann wird das vielleicht nicht so ermutigt auch, dass ich das als Verliebtheit einordne oder auch als Kind, dass das vielleicht noch nicht einzuordnen weiß und vielleicht auch nicht wirklich weiß, dass das auch eine Option ist, ist das ja auch gleich schwieriger, dann zu sagen, hey, das ist dasselbe Gefühl und ich bin verliebt in die auch oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir war ein großer Faktor auch, dass ich einfach nie so richtig über meine Anziehung gestolpert bin auf so eine Art. Also diese ganzen Verliebtheitssachen, das waren alles Sachen, die so außerhalb jeder Möglichkeit war, dass da irgendwas passiert,
zu allen Geschlechtern damals. Ich konnte mich halt einfach sehen in diesem, ah ja, okay, du verliebst dich halt in Jungs, alles klar, ich habe mich in Jungs verliebt, super, ich bin nicht darüber gestolpert, dass da irgendwas so nicht eingetreten ist. So, ich habe mich, konnte an den ganzen Gesprächen voll gut teilnehmen. Welche Jungs süß sind, keine Ahnung, konnte ich was zu sagen, hatte ich Gefühle dazu. Und dann fehlte aber ein anderes Narrativ, was da war. Und ich wusste wohl, dass Bisexualität oder Bisein existiert. Und ich kannte sogar eine Person, die sich so gelabelt hat, aber ich habe das irgendwie nicht auf mich bezogen, weil es halt aber auch so andere Narrative gibt, in die man das, was man fühlt, dann noch irgendwie reinpassen kann. Also zum Beispiel dieses Girl-Crush-Ding, was ja so als so ein ganz komisches Freundschaftsding total gerade so in so Teenie-Sachen vertreten ist als Narrativ, womit ich das dann irgendwie anders erklären konnte. Ja, voll. Wollen wir mal zu einer Antwort weitergehen? Ich würde dann gern gleich die erste vorlesen. Ich war etwa 7, 8 Jahre alt und fand es komisch, dass ich mich nur in eine Hälfte der Menschheit verlieben können soll. Danach habe ich beschlossen, dass das bei mir anders ist und das war dann auch okay. Meine Eltern hatten aber auch immer Regenbogen-Pärchen-FreundInnen. Das heißt, ich kannte auch da schon mehr Familienkonzepte als nur Mutti, Vati, Kind. Da war das nicht so schwierig. Das finde ich schön. Also ich finde es cool, weil da einfach, wir haben gerade geredet, die Narrative, die vielleicht fehlen oder dann anders Dinge erklären oder vielleicht nicht die passendsten Narrative sind. Da finde ich es cool, dass da auch wirklich wohl eine Auswahl an Narrativen gab und da war schon. Ist dann ja, immer schön. Und auch, dass so Heterosexualität gar nicht so, dass wir das erst lernen, so, dass das eigentlich überhaupt nicht eine super offensichtliche Sache ist für einen Menschen, der die Welt neu erlebt, also ein Kind, dass halt es auf jeden Fall diese eine spezifische Gruppe ist, zu der man diese spezifischen Gefühle hat und alle anderen Gruppen nicht. Das ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ja gar nicht so offensichtlich. Ja, zumindest nicht für Menschen, die nicht heterosexuell sind. Ja, genau. Also ich schätze, dass es für Personen, die heterosexuell bzw. heteroromantisch oder sonst auf diesem Spektrum sind, dass es für die dann schon eher eine Offensichtlichkeit hat, weil es sich halt mit ihrem Erleben deckt, aber für alle anderen halt nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was ich sagen will, ist, es wird halt offensichtlich gemacht, auch von der Gesellschaft so. Klar, wenn man das fühlt, dann fühlt, was man selber fühlt, fühlt sich erstmal offensichtlich an. Aber so die Gesellschaft macht halt, dass es eine offensichtliche Option gibt, in die man sich einordnen kann und alle anderen sind irgendwie nicht so richtig existent. Beziehungsweise auch soll ein Stück weit, oder? Also Heteronormativität ist ja auch ein Stück weit ein Imperativ. Also ein, du sollst da hineinpassen eigentlich. Und selbst, und manchmal ist es ja wirklich auch Zwang, der da passiert, aber selbst wenn es kein Zwang, kein offener Zwang ist, sind es immer noch diese Geschichten und wie uns alles vorgelebt wird, wo so ein impliziter Zwang dann entsteht. Ja. Wollen wir mal ins nächste gehen? Gerne. Möchtest du vorlesen? Gern. Durch Ace habe ich eh nie verstanden, wie das mit Anziehung bei anderen ist, sondern fand immer Frauen irgendwie hübscher und hatte ab und an mal einen Crush, den ich wegen Akoe romantisch, aber eher ignoriert habe. Allerdings hatten immer nur Männer romantisches Interesse an mir, dementsprechend war ich in Hetero-Beziehungen, weswegen ich lange von Default Hetero ausgegangen bin. Dann hatte ich mal was mit einer Frau und habe ab dem Zeitpunkt, vor circa 2 Jahren, angefangen, mich mit meiner Queerness überhaupt auseinanderzusetzen. Dann dachte ich erst, ich muss wohl bi-pan sein. Aber als ich Ace kennengelernt habe, war der Fall gelöst. Und die Person identifiziert sich als Grey Akoi Aro, Ace, Agender und Pan. Ich finde, hier kommt wieder so ein bisschen das Default-Hetero-Sein. Wieder das, wo wir, also kommt wieder ins Thema Heteronormativität, wo wir gerade waren. Ja. Was auch merkbar ist, ist, dass keine Anziehung eigentlich auch eine Form von, ja, es ist zu allen Leuten gleich, oder?
sein ja. kann. Ja. Und ich finde, da kommen auch so, kommt so dieser noch größere Umbrella von nicht monosexuell sein auch schön zusammen. So, es ist halt irgendwie, ist es auf jeden Fall jetzt nicht nur unterschiedliche Anziehung nochmal da zu einem bestimmten Geschlecht. Okay, so das ist erstmal die Realisation. Und dann klar, so Bi und Pan ist ein Begriff, der Leuten oft geläufiger ist, oft näher liegt leider. Aber es ist auf jeden Fall erstmal so diese Gemeinsamkeit von auch von oder zumindest von vielen Personen in diesen Spektren von, okay, irgendwie ist da auf jeden Fall was nicht nach diesem Schema F funktioniert. Ja, total. Ich würde es als Aro-Person in Bi-Kreisen immer lustig, dann zuzuhören. Tja. Weil es fast meine Erfahrung ist und gleichzeitig nicht. Ich meine, ich bin auch bisexuell, also ja. Ich frage mich gerade, wie spannend ich das fände. Ja, dann würde ich gleich noch die letzte Antwort vorlesen, die wir haben. Und zwar, ich hatte früher die typischen Crushes auf Männer bzw. Jungs und irgendwann aber auch auf Mädchen. Aber beides war irgendwie richtig und nicht falsch, weshalb ich wusste, dass ich nicht homosexuell bin. Das finde ich eigentlich auch sehr... Also es klingt sehr angenehm und smooth und schön. Das ist so ein Ausschlussprinzip irgendwie. Ja, genau. So, ja, also homosexuell bin ich nicht, weil ich habe auf mehr als ein Geschlecht Crushes quasi. Aber heterosexuell kann ich auch nicht sein. Genau. Was bleibt übrig? Ich glaube, das geht auch in Richtung einer Erfahrung, die wir hier jetzt nicht so sehr repräsentiert haben in den Zitaten, die wir haben, dass manche Leute auch sehr oft hin und her schwanken zwischen, dann bin ich wohl hetero, dann bin ich wohl schwul oder lesbisch, bis sie dann irgendwann merken, okay, so viel will ich da hin und her pendeln, das kann schon irgendwie nicht sein. Ah, Moment, es gibt ein Wort dafür. Auch das ist eine Erfahrung, die doch einige Menschen machen. Total, und ich finde es gerade echt auch nochmal spannend, wie sich das teilweise mit Erfahrungen von Aspects auch überschneidet, die ja auch oft einfach hin und her schwanken, so das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Und dann vielleicht, ich empfinde für alle Leute gleich Anziehung, nämlich, bis sie draufkommen, nämlich keine, ja, ich sehe da so eine Parallele, so ein bisschen. Absolut, und ich glaube, es ist auch, es wird immer als so was Negatives hingestellt, wenn Leute sich eine Phase ihres Lebens auf eine bestimmte Art identifizieren. Und ich glaube, gerade wenn wir über so das Thema Bi reden, ist es auch wichtig zu sagen, so klar, manchmal gibt es Phasen im Leben, wo man ein Wort hat und das fühlt sich schon nicht passend an und man sucht irgendwie noch was anderes und man hat aber noch nicht so die richtigen Worte dafür. Und das ist natürlich nicht cool, aber gleichzeitig gibt es auch Momente im Leben, wo man einfach ein bestimmtes Label nimmt und das fühlt sich in dem Moment gut an und später im Leben stellt man fest, so, alles klar, es gibt dieses andere Label, was jetzt für mich viel besser passt oder vielleicht auch im Rückblick ein bisschen besser passt, aber das macht es nicht weniger valid und nicht weniger okay, dass man ein Label eine Zeit lang geclaimed hat. Und es ist auch wichtig, eine Zeit lang falsch liegen zu dürfen. Ja. Wenn es vielleicht komplett falsch war. Vielleicht hat man sich auch einfach mal geirrt. Ist doch auch Teil davon, sich selber besser kennenzulernen. Es ist irgendwie ein Findungsprozess, aber es kann aber auch einer bleiben. So, man muss auch nicht irgendwann beim perfekten Label angekommen sein. Man kann auch für immer einfach ein bisschen schwanken, wenn man sich damit wohlfühlt. Ja, beziehungsweise es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum Menschen Labels verwenden oder die Labels verwenden, die sie verwenden. Und ich finde, wir hatten es hier schon gesagt, und ich finde gerade auf diesem Spektrum ist auch so schön sichtbar, dass es teilweise nicht um genaue Definitionen geht.
dass es teilweise ganz verschieden sein kann oder manchmal, dass es um bestimmte Erfahrungen geht oder was gerade am besten passt und dass sich das auch ändern kann oder einfach auch manchmal Begriffe sind immer noch Begriffe und Abstraktionen und passen nicht perfekt auf das Erleben von Menschen mitunter. Und dementsprechend ist das Ganze manchmal einfach auch ein bisschen messy und durcheinander und chaotisch. Und das darf es auch sein. Ja. Weil die Gefühle von Menschen das halt auch sind. Ja, genau. Also, weil Menschen das sind. Und es gibt nicht für jeden Menschen extra einen eigenen Begriff oder so. Aber es gibt mal den passendsten Begriff oder den Begriff, unter dem ich Leute finde, die so ähnlich ticken wie ich gerade. Oder der Begriff, der mir jetzt gerade weiterhilft und mir vielleicht in 2 Jahren nicht mehr weiterhilft. Oder er hilft mir weiter bis ans Ende meines Lebens. Was weiß ich. You never know. Das können wir einfach nicht wissen. Aber dementsprechend ist das auch voll okay, wenn es eben chaotisch und durcheinander ist. Oder auch nicht. Manchmal ist es auch einfach schön und flach und gerade und super passend, aber nicht immer und nicht für alle und es ist für jeden Menschen unterschiedlich und beides und alle weiteren Mischungen und anderen Farbkleckse sind vollkommen legitim. Auf jeden Fall und es ist ja auch nicht so, als ob man selber nur die Gefühle zu den feststehenden Begriffen verändert, sondern Begriffe verändern ja auch ihre Bedeutung, sowohl so im Kollektiven als auch für einen selber. Also vielleicht mache ich eine persönliche Erfahrung mit einem Begriff, die mich geprägt hat und das verändert, was dieser Begriff für mich heißt und dann identifiziere ich mich danach vielleicht mehr oder aber auch weniger mit dem Begriff. Es gibt einfach unheimlich viel, was mit Begriffen und Labeln passieren kann. Und was da natürlich auch reinspielt, ist, dass menschliche Sexualität ja eigentlich nicht unbedingt über die Jahrzehnte eines Lebens stabil sein muss. Ja. Die ändert sich ja teilweise auch mit der Zeit. Und das ist für Leute komplett verschieden, wie das sein kann. Für manche vielleicht nicht, für manche schon. Ja. Jetzt haben wir sehr viel so darüber geredet, wie messy und kompliziert alles ist. Ich glaube, vielleicht wollen wir noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wenn ihr sich jetzt hier jemand fragt, so bi? Bin ich bi oder so? Was ist so unser Fazit? Wie merkt man, dass man bi ist? Wie merke ich, dass ich bi bin? Ich würde erstmal sagen, zuzulassen, sich zu überlegen und vorzustellen, was wünsche ich mir von einem Menschen gerade? Ich denke, egal auf welche Anziehung sich das bezieht, egal auf welche Orientierung, das hilft, glaube ich, einfach mal da so heranzutreten, unabhängig davon, was wirklich passiert, was wünsche ich mir, was wäre mein Bedürfnis. Ich glaube, dazu passt auch gut so Gefühle zuordnen lernen. Ist, glaube ich, ganz doll Teil von diesem Prozess, diesem, was wünsche ich mir von Menschen. Und dabei geht es ja auch nicht nur darum, okay, ich denke abstrakt über die Labelbegriffe nach und ob die auf mich passen, sondern erstmal auch die konkreten Gefühle, die ich fühle und die Wünsche, die ich habe an andere Menschen, bezeichnen lernen mit Wörtern wie verliebt, sexuell angezogen und dann vielleicht erst im zweiten Schritt auf das Label zu schließen. Total. Und auch zulassen, dann sich zurückzuerinnern und das im Rückblick zu betrachten. Und es kann sich die eigenen Gedanken zur eigenen Geschichte da auch durchaus ändern. Ja. Und ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass man auch an unseren Geschichten gemerkt hat, ist, dass es nicht nur darum geht, die Label zu kennen, sondern auch die Label wirklich auf sich dann zu beziehen und die eigene Erfahrung wirklich da dann einzuordnen und sich ehrlich zu fragen, okay, was würde dieser Begriff bedeuten? Wie würde sich das anfühlen? Und dann fühlt sich das bei mir so an. Total. Etwas anderes, was wir noch hatten, war das Ausschlussprinzip. Also zu sagen, zum Beispiel, lesbisch oder schwul kann ich nicht sein, aber hetero auch nicht, vielleicht auch nicht ace oder wenn es um romantische Orientierung geht, vielleicht auch nicht aro. Und dann zu schauen, ja, was
was ist denn dann manchmal? Also für mich ist es so, dass es mir manchmal echt leichter fällt zu benennen, was ist das nicht? Das ist zumindest, also ich finde, ich sage das öfters über Anziehung, ich kann leichter sagen, was ich so relativ sicher nicht empfinde, als das, was ich empfinde. Oder es war zumindest einfach im Prozess und ich glaube, das ist vielleicht manchmal bei Labels auch sonst so. Ja, und ich glaube, bei diesem ganzen Prozess kann auch total helfen, Menschen kennenzulernen, die das Label verwenden und mit den Menschen auch zu reden und dann zu gucken, okay, krass, haben wir vielleicht total ähnliche Erfahrungen, so in welchen Bereichen ähneln sich unsere Erfahrungen, in welchen Bereichen unterscheiden sie sich vielleicht auch. Ich glaube, so mit Leuten reden und Erfahrungen abgleichen ist ja auch so ein Ding von, okay, passe ich in diese Community rein? Sind das die Menschen, mit denen ich mir viel zu sagen habe? Auch dafür ist ja ein Label erstmal pragmatisch sinnvoll und kann sehr cool und empowernd sein. Und dann ist ja auch manchmal so eine innere Hemmschwelle da, gerade, und wir gehen später auf jeden Fall noch auf Stigma ein, sich mit insbesondere dem Label B, aber auch den anderen Begriffen unter dem Umbrella zu identifizieren. Und andere Label liegen vielleicht näher, sind vielleicht erstmal einfacher, wenn man bestimmte Wünsche hat, eine bestimmte oder sich bestimmte Erfahrungen wünscht, eine bestimmte Gruppe von Menschen erstmal einen Zugang haben möchte, gerade Richtung queere Community. Und dann ist da manchmal so eine Hemmschwelle, auch das Wort B dann zu claimen. Und auch da ist voll wichtig, Menschen kennenzulernen, die cool sind und die man mag und die das Label für sich verwenden, um dann zu merken, was das für ein schönes Label, egal welches das jetzt ist, sein kann. Einen Punkt möchte ich noch kurz hinzufügen. Kein Stress, lass dir Zeit. Es gibt echt keinen Stress, das Label zu finden, das perfekt passt oder auch das gerade passt. Du musst auch gar kein Label verwenden, wenn du nicht möchtest. Aber wenn du den Begriff für dich suchst, musst du dich auch nicht stressen. Alles kommt mit seiner Zeit für dich. Oder du findest alles zu deiner Zeit, denke ich. Ja. Ja. Und das Schöne ist ja auch, wenn du das Gefühl hast, okay, so die B-Pan-M-Spec-Community sieht irgendwie spannend aus für mich und ich habe das Gefühl, ich würde mich freuen, da Teil davon zu sein, dann ist es eine Community, die aus meiner Erfahrung auch sehr offen dafür ist, dass Leute eben sich nicht spezifisch labeln oder nur sehr vage Begriffe für ihre Anziehung verwenden. Das heißt, du musst dich gar nicht labeln, um Community zu finden. Das kann dann noch passieren und das passiert dann vielleicht auch. Komm einfach vorbei. Genau. Dann würde ich zur nächsten Frage kommen und zwar lautet die: Bist du bei anderen Personen als bi geoutet? Wenn ja, möchtest du von einem oder mehreren Outings erzählen? Sal, möchtest du gleich mal damit anfangen, die Frage zu beantworten? Also, ich bin eigentlich recht offen, was Bi-Sein angeht. Ich laufe auch manchmal mit einer Kappe herum, wo die Bi-Flagge dann sehr buchstäblich auf meiner Stirn ist. Ich hatte irgendwie so drei kleinere Geschichten. Eins davon ist eine Nicht-Coming-Out-Geschichte. Und zwei davon sind Coming-Out. Jetzt bin ich gespannt. Das Nicht-Coming-Out ist, als ich draufgekommen bin, dass ich bi bin, war ich noch in einer Beziehung mit meinem Ex. Und dann war so die Frage, okay, wie komme ich gegenüber einer Partnerperson heraus? Und da bin ich draufgekommen, ich vertraue dieser Person nicht genug, um da ein Coming-Out zu haben. Und das war dann für mich so das Signal, ich sollte mich von dem vermutlich eigentlich trennen, oder? Dann habe ich mit dem Schluss gemacht und das war eine so tolle Entscheidung. Sehr gut. Ja. Und die Coming-Outs einer Schulfreundin
der ich gegenüber rausgekommen bin, die hat recht gut drauf reagiert. Es ist dann aber teilweise in den so Stunden danach ein bisschen peinlich geworden, weil mir war meine sexuelle Anziehung da erstmal so richtig deutlich bewusst und ihr dann auch. Und dann schaue ich Sachen an und laufe dabei extrem rot an. Und sie hat sich sehr darüber abgekichert. Mein allererstes Coming Out war nicht unbedingt ganz so positiv, aber es ist möglich, die Geschichte amüsant zu erzählen. Nämlich, ich bin meiner Mutter gegenüber rausgekommen und ihre erste Reaktion war so auf, ich bin bisexuell, ja, das so dieses Girl-Crush-Phänomen zu erwähnen. Das ist jetzt nicht so betitelt, aber ja, sie hat ja auch manchmal so Gefühle gegenüber Mädchen gehabt. Warte, heißt das irgendwas bei mir? Egal. Und meine Antwort war, nein, Mama, ich meine buchstäblich, dass ich mir vorstellen kann, mit einer Frau Sex zu haben. Dann war erstmal Schweigen. Ja. Danach hat sie es eh gut aufgenommen. Aber die erste Reaktion war erstmal ein Schock. Verständlich, hey. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Da hat drei sehr unterschiedliche Geschichten. Ich mag auch die Nicht-Coming-Out-Story. Das ist so. Ja, voll. Ich war auch empowernder, das nicht zu machen, als es zu machen. Gerade wenn es mit so einer wichtigen Realisation zusammenkommt. Wie, ich möchte eigentlich diesen Menschen nie wieder sehen. Ja, beziehungsweise das Vertrauen ist einfach nicht da, um mit dem weiter eine Partnerinnenschaft zu führen, oder? Dann. Ja, ich möchte eigentlich dieser Person nichts über mich selber mehr erzählen. Das war für mich eine enorm wichtige Realisation, die so gut für mich war. Sehr gut. Mara, wie sieht es bei dir aus mit Coming Out? Also ich bin allgemein eigentlich in meinem Leben geoutet, bei meinen FreundInnen auf jeden Fall ganz klar. Und in so Jobkontexten mache ich jetzt zumindest keinen Hehl draus und erzähle auch manchmal Sachen, die vielleicht drauf schließen lassen. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass alle Menschen darin auch drauf schließen. Manchmal sind die auch verwirrt und ich nehme es dann auch nicht immer auf mich, das jetzt irgendwie aufzuklären. Ist auch voll okay, wenn Leute mal verwirrt sind. Genau, ja. Und ich glaube, was Outing-Geschichten angeht, möchte ich eine erzählen, die sehr schlimm und sehr schwierig war. Und da gibt es auch einige Content-Notes dafür. Und zwar erstmal Bifeindlichkeit, dann kommt eine psychische Gesundheitskrise vor, Stigmatisierung von HIV und auch allgemeine Queerfeindlichkeit. So. Genau. Ich glaube, ich fange mal damit an, dass ich eigentlich meine Mutter so immer als eigentlich offen gegenüber queeren Menschen erlebt habe. Also das hat so Sachen angenommen wie, dass wir haben ein schwules Pärchen im Reihenhaus wohnen und meine Mutter hat sich mit denen angefreundet und hat sich auch immer voll drüber aufgeregt, wenn Nachbarn irgendwie nicht nett zu denen waren oder die nicht so eingeschlossen haben in die Nachbarschaft und dann dadurch habe ich mich eigentlich relativ sicher gefühlt so und habe gedacht, also habe die Möglichkeit gar nicht so in Betracht gezogen, dass das schlecht laufen könnte. Und dann bei dem Outing, das war sehr spontan und ich glaube, hätte ich drüber nachgedacht, dass es schlecht laufen könnte, hätte ich mir da mehr Gedanken drüber gemacht. Das war sehr spontan und es war eh schon sowieso eine angespannte Situation und ein angespannter Tag. Aber ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass meine Mutter einfach einen völligen psychischen Zusammenbruch bekommen hat. Also sie hat angefangen zu weinen. Das Erste, was sie gesagt hat, war erstmal, dass das eklig ist. Und dann hat es auch nicht aufgehört. Also sie hat die ganze Zeit wiederholt, das ist eklig, du bist widerlich, das ist widerlich und hat dabei geheult, wollte mich aber die ganze Zeit umarmen, weil sie war auch in dem Moment überzeugt davon, dass es halt nicht nur unheimlich schlimm und eklig ist, sondern auch, dass ich ganz offensichtlich so in näherer Zeit, das heißt so in den nächsten 2 Jahren ungefähr, an AIDS sterbe, was
für sie mit dieser Identität automatisch einherging. Auch der Tod ging damit einher und sie hat dann Sätze gesagt wie, wenn du im Krankenhaus liegst und an AIDS stirbst, werde ich dich nicht im Krankenhaus besuchen. Ja, das war ganz schön heftig. Das ging einige Stunden. Ich habe dann einen Freund von mir angerufen, der mich abgeholt hat mit dem Auto. Also ich habe zu der Zeit schon studiert in einer anderen Stadt, der mich mitgenommen hat. Und ich bin dann weggefahren von zu Hause und habe gedacht, so scheiße, das sehe ich vielleicht nie wieder. Genau. Und das irgendwie, ja, meine Mutter hat dann auch sich noch Beruhigungsmedikamente verschreiben lassen am nächsten Tag beim Arzt und hat mir auch davon erzählt, dass sie das auch dem Arzt erzählt hat, was vorgefallen ist und sich da so Bestätigung gesucht hat und gesagt hat, so ja, es ist einfach was anderes, wenn es das eigene Kind ist. Bei anderen ist das ja okay, aber doch nicht das eigene Kind. Und dann hat der Arzt, war da anscheinend verständnisvoller und hat gesagt, so ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das hat sie mir dann auch noch erzählt, so als so, boah, diese Reaktion war schon auch irgendwie normal und gerechtfertigt von ihr. Ja, das war sehr heftig und ist auf jeden Fall so ein bleibender Schnitt in unserer Beziehung, ja, der viel verändert hat. Und nachdem ich sie ihr auf manchen Ebenen nicht mehr auf die gleiche unbedarfte Art entgegentreten kann wie früher. Ja, ich glaube, mir war wichtig, von dieser Geschichte zu erzählen, weil Leute sich oft nicht vorstellen können, wie heftig B-Outings auch sein können. Genau, und ja, das heißt aber, also ich hatte auch viele andere Outings, die nicht so schlimm waren. Also ich hatte auch viele Outings, die ein bisschen schön waren oder Outings, die so im positivsten aller Sinne einfach langweilig waren. So, ja, okay, das hat nichts verändert, alles ganz normal. Genau, ja. Ich glaube, wollen wir dann zur nächsten Geschichte gehen? Vielleicht. Ja, voll. Also, bei mir wird es jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Also, ich bin jetzt noch nicht so viel als bi geoutet, denke ich. Also, teilweise bei Menschen innerhalb von queeren Communities und das ist soweit gut verlaufen. Auch bei einem recht guten Freund und soweit, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich auch bei einer Freundin von mir, bei der ich mich mal einfach nach dem gemeinsamen Frühstück mit anderen Dingen auch geoutet habe, in dem Sinne. Ich mache da jetzt auch, also ich glaube nicht, dass ich ein Geheimnis draus mache oder so, aber einerseits, ich habe halt auch noch dieses Label Grey Ace, mit dem ich meine sexuelle Orientierung erst einmal beschreibe, wenn ich darüber spreche. Und da fällt dann, also Bi ist da bislang immer so ein bisschen runtergefallen, auch wenn ich das, weil ich das Outing als Bi gar nicht so einfach finde in vielen Fällen. Ja, und ich denke, aber ich mache einfach auch ein Coming-out aus dieser Folge hier und vielleicht schicke ich die dann ein paar Leuten bei Gelegenheit. Das macht's, ist vielleicht auch mal eine Option. Ja, genau. Ich glaube, was ich gar nicht bei mir dazu gesagt hatte, es entsteht so ein bisschen der Eindruck, wir sind alle mega out. So, obwohl ich sehr offen bin in vielen Bereichen meines Lebens, habe ich mich nach der Situation mit meiner Mutter entschieden, mich in meiner restlichen Familie nicht zu outen. So, und das, also, ich glaube, wir haben so ein bisschen auch jetzt hier so unterschiedliche Punkte von irgendwie noch im Prozess zu mega geoutet vor allen Leuten zu, aber auch, man muss sich nicht vor allen Leuten outen. Und es muss auch nicht, Outing ist nicht das End-all, Be-all of Queer Being. Es ist auch cool, sich nicht zu outen. Und es ist auch nicht so ein linearer, so eine lineare Story zu. Und dann war ich geoutet und ich bin frei und ein besserer queerer Mensch. I don't know. Ich habe das Gefühl, das wird manchmal so vermittelt und das ist einfach nicht so. Ja, total. Ich denke auch, gerade wenn es mehr als, auch wenn eine Person mehr als ein Label verwendet oder mehrere Labels verwendet,
verwendet man ja auch nicht immer dieselben Labels in derselben Situation oder bei derselben Person. Und ich denke, es gibt auch Leute, denen muss ich nicht alles ins Detail erzählen, denke ich. Und eben, wie du sagst, gibt es sicher auch Leute, gibt bei mir auch Leute, bei denen ich nicht geoutet bin oder wo ich auch, ja, ich weiß nicht, muss ich mir einfach überlegen auch mit der Zeit, ob ich mich bei denen noch outen möchte oder einfach nicht. Oder ob dort queer auch einfach reicht, weil das überhaupt schon mal das dann ist, sag ich mal. Ja. Und so ein Coming-out-Prozess hört ja auch nicht wirklich auf. Also dieser Gedanke, das ist so ein Prozess und der ist irgendwann mal am Ende. Also für mich so eher nicht so, fürchte ich. Ich meine, ich habe zum Beispiel den Luxus, dass ich meiner Familie gegenüber out sein kann, weil es zwei Leute in meiner Familie noch gibt, deren Meinung mir wirklich wichtig ist, und das sind meine Eltern. Und bei denen wusste ich nicht nur, dass sie queer-freundlich gegenüber anderen Leuten sind, sondern auch, wie sie über ein queeres Familienmitglied immer geredet haben. Und das ist eine Sicherheit, die sich zum Glück bei mir dann bestätigt hat. Und das ist auch schön. Ja. Ja, voll. Und ansonsten, wenn meine Onkels und Tanten nicht gut darauf reagieren, sie sind mir sowas von wurscht. Bei ja. Dem. Und okay, die jüngeren Familienmitglieder, deren Meinung mir noch wichtig wären, sind selber queer. Schön. Yay. Sehr schön. Also da bin ich halt in einer Luxussituation, auch dass ich da out sein kann. Aber das ist nicht bei allen Leuten so. Ja. Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch Unterschiede von so, was, welche Beziehungsebene hat man mit der Person? Ist es vielleicht einfach egaler? Manchmal ist es aber auch so, habe ich da Befürchtungen so? Manchmal ist es auch wirklich einfach so, das Fass aufzumachen, ist mir zu unsicher oder ich habe keine Lust darauf. Und das ist alles cool. Für mich ist es gerade so, gerade wenn ich befürchte, dass die Reaktion jetzt nicht so super toll sein wird, dann reicht mir queer, weil das eh, also am Ende ist es für eine Person, die ohnehin schon irgendwo queerfeindlich ist oder von der ich weiß, dass es jetzt nicht so toll sein wird, aber und es muss sich niemand bei jemandem outen in so einer Situation. Bitte nicht, wenn, vor allem dann nicht, wenn ihr nicht sicher seid. Aber für mich ist es dann doch oft noch ein, ich bin jetzt, ohne mich zu entschuldigen und ohne mich dafür zu schämen, ich. Das hat für mich persönlich schon eine Bedeutung, da auch meine Stimme zurückzunehmen ein Stück weit. Aber in solchen Situationen reicht mir dann oft auch einfach das Wort queer. Weil einfach, wenn die Person schon queerfeindlich ist, ist es ihr egal, ob ich jetzt dieses oder jenes Wort verwende. Und dann muss ich das nicht noch genauer erklären, schätze ich. Ich glaube, ich habe auch manchmal so eine Reaktion, dass ich dann umso deutlicher werde und halt umso mehr halt erkläre und oder beziehungsweise auch so aktiv nicht erkläre und einfach Sachen erzähle und die dann die Leute so drauf klarkommen lasse, was ich da gerade erzählt habe, so. Und einfach in deren eigenen Unwohlsein so ein bisschen braten zu lassen. Aber ich muss auch sagen, dass das was ist, was ich mache bei Leuten, wo ich nichts dranhängt, also Leute, die ich flüchtig kenne oder Leute, von denen ich weiß, so, das hat keine, da hängt nicht irgendein wichtiger Teil meiner Sicherheit oder meines Lebens an irgendwie Entscheidungen dieser Person, so, diese Person hat wenig Bedeutung für mich und wenig Bedeutung in meinem Umfeld. So, beziehungsweise wenn die Person eine Bedeutung in meinem Umfeld hat, aber das auf so einer sehr, sehr gleichen Ebene ist, dann ist das auch, wo ich dann so die Arbeit reinstecke sozusagen und sage so, yo, hier, komm, ich erzähl dir mal. Ja. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen Geschichten, die uns Leute
gesendet haben, lesen. Ja, klar. Ich würde dann mal die erste vorlesen. Wenigen. Ich bin als asexuell out. Das reicht meist für die Verwirrung. Ja, und da haben wir gleich. Man muss sich nicht bei jeder Person als alles outen. Manchmal reicht ein Label oder keins. Je nachdem. Eine zweite Antwort war, ich bin mittlerweile überall geoutet. Bei einem Cishet-Freund outete ich mich wohl betrunken auf einer Party, als wir uns kennenlernten. Ich erinnerte mich gar nicht mehr daran. Jahre später sagte er mir, dass er meine Offenheit damals sehr cool fand und mein Outing für sich immer als den Beginn unserer Freundschaft sah. Okay, das ist irgendwie das süß. Das ist irgendwie cool. Das ist sehr schön. Ich mag die Geschichte. Ich meine, ich finde es ein bisschen traurig, dass diese Freundschaft auf nicht ganz so gleichem Fuß begonnen hat, weil für die eine Person das ein vollprägendes Ereignis der Freundschaft ist und die andere sich gar nicht mehr dran erinnert. Aber ich glaube, das hat auch sowas von Outings werden auch von Leuten, die sozusagen empfangen sind, auch als so intime und bedeutsame Momente wahrgenommen. Und ich glaube, das vergisst man leicht, wenn man sich schon 30.000 Mal irgendwie mehr oder weniger offensichtlich geoutet hat, weil das dann nicht mehr dieses gruselige, spannende ist, was irgendwie neu ist. Aber für die Person, der man da gegenüber sitzt, ist es vielleicht gerade neu und auch was Besonderes und was irgendwie Intimes, auch was da geteilt wird. Und das ist sehr schön und kann sehr verbindend sein. Total. Irgendwie rekontextualisiert jetzt das jedes Ereignis, wo Leute mir mitgeteilt haben, dass sie sich über meine Offenheit so freuen oder sie toll finden. Ich mag das immer, wenn mir das jemand sagt, dass er sich über meine Offenheit freut. Ich finde das immer sehr, sehr schön und wertvoll auch. Ich fand die halbe Zeit einfach ein bisschen seltsam, weil es für mich oft keine Frage von Offenheit, sondern von kann ich anders war. Soll ich dann noch die letzte, die wir hier vorlesen möchten, einmal vorlesen? Und zwar, sehr gern. Bei meiner Familie, einigen KollegInnen und FreundInnen bin ich geoutet, aber ich oute mich mittlerweile nicht mehr aktiv, weil ich kein Bedürfnis danach mehr habe. Habe zwei negative Erfahrungen gemacht. Erstens, meine Schwester hatte meinem Papa von meiner ersten Freundin erzählt, also mich geoutet, obwohl ich noch nicht bereit war. Das war sehr unangenehm. Mein Papa hat aber okay reagiert, nicht aktiv supportend, aber akzeptierend. Zweitens, eine Freundin hat mich direkt, nachdem ich mich geoutet hatte, gefragt, ob ich auf sie stehe. Das fand ich echt unangenehm. Noch dazu fand ich sie gänzlich unattraktiv. Ansonsten war es meist relativ unaufgeregt und wurde einfach hingenommen. Bei Asexualität stoße ich auf mehr Unverständnis jedenfalls. Ja, wow. Dieses, das zweite Erlebnis da ist auch nicht sonderlich das, was man möchte beim Outing. Ja. Und fremd geoutet werden sowieso. Ja. Macht das nicht, Leute. Macht es einfach nicht. Outet keine anderen Leute ohne ihr Einverständnis. Danke. Implizites, es ist einfach nur unangenehm. Implizites Einverständnis zählt vermutlich auch, wenn eine Person mit einer riesen Transflagge dasteht und jemand fragt, was ist das? Dann könnt ihr vielleicht wen Fremdes outen. Aber ich würde sagen, mit einer großen Transflagge rumlaufen ist auch so nonverbal. Also nonverbal ist diese Person schon out. Ne? Also es ist nicht so, als ob die Person dann so völlig ungeoutet ist und man annehmen würde, dass da voll das Geheimnis drum ist. Genau, das ist dann aber eher auf dem Level von fremd outen, weil das implizite eigene Outing nicht deutlich genug war. Aber auch ja. Da kann man halt die Flagge erklären, ohne dann zu sagen, und die Person ist trans. So. Selbst das wenn stimmt. Man das über die Person weiß. Man kann das vielleicht stimmt. Die Person selber diesen Schluss, naheliegenden Schluss, kann die Person in ihrem Kopf vielleicht ja machen oder nicht, aber das heißt nicht, dass man, es ist nie cool. Es ist eigentlich nie cool. Stimmt. Stimmt eigentlich. Ja, außer eine Person hat explizit gesagt, du darfst mich outen. Also, ich hatte das zum Beispiel mal, allerdings in Bezug auf Gender, wenn ich meine Pronomen
wenn ich sage, ich verwende jetzt keine Pronomen mehr und ich hätte gern, dass du mich beim anderen Namen nennst. Und mich dann, also haben mich mehrere Personen tatsächlich gefragt, aber wenn mich dann wer gefragt hat, ja, und wie soll ich jetzt bei dem anderen über dich reden, ich will dich nicht outen, soll ich das da auch machen? Und ich habe gesagt, ja, mach das bitte. Und erklär so viel, wie du erklären magst. Und dann passt das auch. Also, aber da habe ich halt dezidiert mein Einverständnis gegeben. Und ich finde, dann ist es halt auch okay. Stimmt, dann ist es. Aber das kommt halt eben drauf an, wenn jemand nicht dezidiert sein Einverständnis gegeben hat, dann ist es halt nicht okay. Ich meine, ich hätte gesagt, mit einer riesen Transflagge herumzulaufen, ist ein implizites, dezidiertes Einverständnis. Ich glaube, das sind so... Aber das ist dann mehr so ja. Ein... Ja. Das sind die Feinheiten der Geschichte. Die Feinheiten auf jeden Fall. Ja. Yes. Ich glaube, wir hatten noch so ein bisschen eine Frage, die auf jeden Fall ich oft dann so erlebt habe, dass Leute annehmen so oder fragen sogar, ob das Coming Out als Bi irgendwie einfacher ist. Und mir wäre noch richtig, richtig wichtig zu sagen, dass das voll das Vorurteil ist. Und gerade aus meiner eigenen Geschichte raus ist, glaube ich, sehr deutlich, dass das so ein wirklich Worst Case oder, also schlimmer geht immer, ne? Aber es ist schon wirklich doll und ziemlich traumatisch, dieses Coming Out. Und das ist auch was ich erzähle, wenn Leute sagen so, ja, das ist so... wie sein ist irgendwie queer sein Leid, keine Ahnung, überhaupt nicht so unterdrückt, alles nicht so schwierig, so das ist nicht die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist nicht die Erfahrung, die viele Leute machen. Ja, voll, also dass das Outing als Bi einfacher wäre, ist einfach auch ein Vorurteil, denke ich, und wir werden ja später noch auf weitere Vorurteile zu sprechen kommen. Darf ich hier kurz was anmerken? Hier ist halt die Frage, einfacher als was? Ja. Und meistens ist es implizit die, was damit schwingt, die Frage, einfacher als schwul oder lesbisch. Was aber auch nicht stimmt in der Form. Also, ich meine, deine Geschichte, Mara, ist halt, also zeigt das ja schon, finde ich. Ja. Also. Aber ich finde auf jeden Fall, was Sal sagt, es ist irgendwie so, was ist, in welcher Reihenfolge ist so die Annahme, in der queere Identitäten erstmal angenommen werden und vermutet werden, so, und mit denen, die so die Vergleichsbasis sind, so, und das sind eben vor allen Dingen schwul und lesbisch, so, und ich glaube, so ein Vorurteil oder ein Teil des Vorurteils kommt auch daher, dass manche Leute, die sich als schwul oder lesbisch vor ihrer Familie insbesondere geoutet haben, dann ihnen entgegengeschlagen ist, so, wer könntest du nicht wenigstens bi sein? Das ist auch was ich schon häufiger gehört habe. Und keine Ahnung, ich kann natürlich in die Köpfe dieser Leute nicht reingucken, aber es ist halt so auch so ein psychisches Ding von einfach irgendwas anderes. Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, hättest du nicht wenigstens lesbisch sein können, dann wäre das ja alles klarer und daran könnte ich mich irgendwie gewöhnen, aber nicht das. So, man kann diese Vergleiche einfach schlecht machen und es ist auch schwer, Aussagen darüber zu treffen, wie eine Person reagiert hätte, wenn diese Situation nicht da war. Ja, voll. Also ich glaube tatsächlich, dass die Aussage, hättest du nicht wenigstens bi sein können, bei Menschen halt oft auch kommt von einem, ja, dann hätte wenigstens die Chance bestanden, dass diese Person in einer Hetero-Beziehung ist. Dann könnte sie ja einfach eine Hetero-Beziehung wählen. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt freundlich gegenüber Bisexualität, würde ich sagen. Nein, das ist auch total delegitimierend und gibt den Anschein, so, du bist nur dann was wert, wenn du in diese Art, und zwar spezifisch monogamer romantischer Beziehung führst, daran hängt jetzt meine Einschätzung und dein Wert in meinen Augen. Das ist eine ganz schön heftige Erkenntnis auch, zu merken, dass Leute das über einen denken. Ich meine, was bei Becoming Outs ja noch ein Element ist, dass es manchmal einfach komplett ignoriert wird,
und so getan wird, als ob die Person eh hetero wäre. Ja. 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 Voll. Also ich wollte noch sagen, dass ich es auch persönlich ein bisschen schwieriger finde, mich als bi zu outen, als tatsächlich mit meinem, also als Grey Ace zum Beispiel oder als aromantisch. So ein bisschen vielleicht auch, weil dann einerseits, weil es halt noch ein Begriff mehr ist und nicht der, der für mich im ersten Moment die Priorität hat, und dass dann immer je mehr zusammenkommt und ich erklären muss, schwieriger wird zu erklären, so ein bisschen, je nachdem, was das gerade für ein Gespräch ist. Oder auch anstrengender einfach. Schwieriger ist vielleicht das falsche Wort. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass manche Leute auch mit Unklarheit recht schwer klarkommen. Und wenn ich sage, so ich bin bi, dass sie dann erst recht nicht wissen, welches Geschlecht meine potenzielle sexuelle Partnerperson haben könnte. Wobei ich das auch total weird finde, weil wie, why do you even care? Eigentlich ist es nicht relevant für dich oder so. Ja, ja. Ich glaube, damit hängt auch zusammen, dass es zum Teil schwieriger ist, sich implizit als bi zu outen, weil aber auch dann die Annahmen immer in eine monosexuelle Richtung gehen. Also zum Beispiel, wenn eine Frau von ihrer Ehefrau redet, dann schließen Leute, aha, die Person ist lesbisch. Und wenn die Person wirklich lesbisch ist, ist es vielleicht eine entspannte Art, sich zu outen. So. Aber es ist deutlich schwieriger, sich auf so eine ähnliche Art, wo man eben nicht sagt, hier, das ist mein Label, sich als bi zu outen. Und es gibt schon Wege, und ich habe das inzwischen auch ziemlich gut drauf und gut gelernt, aber das ist, da gehört mehr Übung dazu, und es ist nicht so einfach, weil es nicht so leicht die Annahmen von Leuten einfach aufnimmt. Ja. Bei mir ist es, ich finde es eigentlich relativ einfach, mich als bi zu outen, aber es ist für mich wesentlich einfacher, mich als trans zu outen, weil das etwas ist, was einfach teilweise Leuten auffällt. Beziehungsweise recht nicht mittlerweile seit Stimmbruch nicht mehr ganz so offensichtlich ist, aber doch immer noch etwas ist, wo ich so gewohnt bin, dass es eh alle Leute in meiner Umgebung sehen, dass ich mich geoutet habe, bevor ich drüber nachgedacht habe. Und beim Thema Bi ist es etwas, was mir persönlich relativ einfach fällt, aber hier ist auch der Punkt, den ich hier wichtig finde, mir persönlich. Ja, es ist für jeden Menschen auch so ein bisschen anders, schätze ich, natürlich. Und was mir tatsächlich am schwierigsten fällt gegenüber wildfremden Leuten, ist meistens oft noch Aro und Aro-Alo. Weil beim Thema Aro und Aro-Alo ist das, wo ich dann am ehesten entmenschlicht werde. Ja, verstehe. Aus meiner Erfahrung halt. Aber das hat auch mehr mit schlechten Reaktionen, die ich von anderen Leuten bekommen habe, zu tun. Weil beim Thema Bi habe ich zwar blöde Sprüche gehört, aber die waren mir dann teilweise egal. Ja, ich glaube, da ist auch wichtig, so zu sagen, es ist sehr unterschiedlich, wie Erlebnisse emotional auch wirken auf Menschen, so je nachdem, wenn man in ein Gespräch reingeht mit, okay, für das bin ich gerade sensibel, dann können die gleichen Sachen sehr unterschiedliche Bedeutungen bekommen, so. Und ich glaube, es ist auch wichtig bei so Outing-Themen einerseits so intersektionale Identitäten mitzudenken und zu sagen, so okay, wieso fällt das einer Person in dieser gesellschaftlichen Position, was so Geschlecht und auch andere sexuelle Identitäten und so weiter, queere Identitäten angeht, schwerer oder leichter, und dass da vieles zusammenspielt, aber auch Sachen wie Rassifizierung da reinspielen, die schon mal das Bild von einer Person prägen, wodurch Outing-Reaktionen total unterschiedlich ausfallen können auch. Und ich glaube, es ist wichtig, einerseits zu sagen,
sagen zu können, auch so, yo, in meinem Leben war das so und so und das war einfacher und das ist schwieriger, und gleichzeitig anzuerkennen, es gibt keine Hierarchie von Unterdrückung und wie schwer ist das, was ist allgemein immer schwieriger, weil sich das auf so einer riesigen Bandbreite bewegt und mit so vielen Dingen zu tun hat. Bei mir ist es zum Beispiel spezifisch beim Thema Aro, dass halt die negativen Reaktionen auf der Pride waren. Auf einem queeren Kongress von AktivistInnen. Ja. Und das fühlt sich halt ganz anders an als von einer Cis-Het-Person, die keine Ahnung vom Thema hat. Ja. Ja. Total, aber ich glaube, das zeigt halt auch, es gibt diese unterschiedlichen Kontexte und ganz viele unterschiedliche Faktoren, die für unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Situationen wirksam werden. Ja, genau. Ja, total. Und Bifeindlichkeit ist ja auch in der queeren Community sehr verbreitet, genauso wie Ace- und Aro-Feindlichkeit. So. Und es ist einfach, wenn man schon in so einem vulnerablen Kontext gerade ist und wo ist, wo man sich richtig gerne zu Hause fühlen möchte, das tut einfach doller weh, selbst wenn sich das Gesagte nicht unterscheidet. Genau, und bei mir ist halt die erste Queer Community, wo ich angedockt habe, die Bi-Community, und von der habe ich dann keine Bi-Feindlichkeit erfahren, aus mysteriösen Gründen. Es wäre ja auch sehr schade gewesen, sage ich mal, und sehr, sehr traurig wäre es anders gewesen. Wobei internalisierte Bifeindlichkeit natürlich auch ein großes Thema ist, zu dem wir bestimmt noch kommen werden. Ja, und Gatekeeping natürlich auch in queeren Communities, aber... Internalisierte Bifeindlichkeit wird halt meistens nicht an anderen Leuten so oft ausgelassen. Teilweise schon, aber seltener in Community-Diskussionen. Weiß nicht, ob ich da so zustimmen würde. Oft sind es dann Leute, die sehr laut Meinungen verbreiten, von denen sie glauben, das ist jetzt so das Mega-Wahre, und die so als Fakten verbreiten in Communities, die auch gerade besonders gefährlich sein können und die eigentlich ihre eigene internalisierte Feindlichkeit oder Queerfeindlichkeit gegen was auch immer für eine Identität da gerade als Fakt verkaufen und damit so eine Community auch richtig zerlegen können und es neuen Leuten, die da reinkommen, richtig schwer machen können. Also ich weiß nicht, ich glaube... Okay, vielleicht bessere in positiven queeren Spaces. Ich glaube, wir können uns daraus mitnehmen, dass unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Spaces unterschiedliche Erfahrungen machen und dass die gut schlecht sein können, je nach Faktoren, dass auch Community-Erfahrungen gut schlecht sein können, je nach Faktoren, und dass es glücklicherweise auch sehr tolle Communities gibt, aber eben auch andere Erfahrungen, bessere und schlechtere Coming-outs, und dass es einfach echt nicht vergleichbar ist. Und dass das Ganze auch kein Wettbewerb ist, und darum müssen wir glücklicherweise auch keine Faktoren finden, nach denen wir das vergleichen könnten. Ja. Stellt euch vor, wir müssten das. Wir wären echt aufgeschmissen hier. Ich glaube, was mir noch einfällt, ist, dass Coming-outs auch nicht nur auf so einem Spektrum zwischen gut und schlecht sind, sondern manche Outings sind auch einfach oder kompliziert. Es gibt auch Outings, die sind in dem Moment erstmal super schlimm auf irgendeine Art und haben dann aber Folgen in den Gesprächen danach oder führen dann auch zu Bonding-Momenten mit Menschen, die vielleicht auch anwesend sind, und daraus entsteht vielleicht was total Schönes, obwohl die Situation in dem Moment sich nicht gut angefühlt hat. Oder es gibt Outings, die erstmal sich gut anfühlen und hinterher stellt man fest, ich wollte dieses Outing in dieser Situation eigentlich gar nicht und ich muss jetzt irgendwie mit was klarkommen, zu dem ich vielleicht nicht bereit war oder was ich nicht vorhergesehen habe. Und Outings sind nicht immer gut und nicht immer einfach, aber auch nicht immer schwer und nicht immer schlecht. Nach dem inneren Coming-out stellt sich ja dann für viele Menschen auch die Frage, wie finden wir Community, wie finden wir andere Menschen, die vielleicht Bi-Pan auf dem M-Spec sind oder sich mit einem anderen M-Spec-Label identifizieren.
Ja, wie war das Community-Finden und Suchen denn bei dir so, Sal? Also zuerst mal habe ich so circa einfach ein Jahr niemandem, nachdem es mir selber ging, habe nichts weiter damit gemacht, dass ich das herausgefunden habe. Und als ich mir dann Zugänge gesucht habe, war das während der Zeit, wo gerade die Pride in Wien war und Pride-Sachen in Wien stattgefunden haben. Und da war ich beim Otto Bauer Straßenfest, beim Andersrum ist nicht verkehrt Straßenfest, und da hatte Visibility einen Stand. Also Visibility ist eine Bi-Gruppe in Wien. Die Bi-Gruppe in Wien. Und das war dann so, ui, ich bin zum ersten Mal bei was Queerem. Hier sind andere Bi-Leute. Ich bin nicht allein. Und vor allem zu dem Zeitpunkt, Bi war auch das Einzige, wo ich mir selber gegenüber wirklich out war. Hat dann wahrscheinlich auch gut getan, oder? Extrem gut. Dass es da wirklich auch Community gab, dass ich da nicht irgendwie alleine damit war und auch das, ich weiß auch, das, dieses Gefühl von Bi-Leute sind ja auch Teil der queeren Community. Und ich weiß, dass, also von meiner Partnerin, dass die zum ersten Mal mit der queeren Community wirklich Kontakt hat, als sie ein Jahr vor mir zum ersten Mal auf die Pride gegangen ist. Und da hat sie dann eine Bi-Fahne gesehen. Und ich glaube, sie hat mal gemeint, ohne dass, wenn sie das nicht gesehen hätte, wäre sie vermutlich einfach nach Hause gegangen und hätte sich umgedreht. Und so hat sie dann doch einen Zugang gefunden. Ja, ich glaube gerade so dieses Wahrnehmen, dass Bi-Menschen auch in queeren Räumen willkommen sind und schon existieren. Das ist so richtig cool, wenn das da ist. Aber man muss sich auch nicht abschrecken lassen, wenn das noch nicht da ist, weil es ist auch immer möglich, dann diese Community, also es braucht ein bisschen Energie und Überwindung vielleicht, aber man kann diese Community auch einfach werden. Dafür braucht so keine besondere Kompetenz oder Ausbildung oder irgendwas, sondern man kann sich auch einfach hinstellen und da sein. Und das ist so ein bisschen meine Erfahrung gewesen. Also ich habe so nach meinem Coming-out so vor meinen FreundInnen ja, recht lange einfach sehr wenig queere Community um mich rum gehabt, weil das war ein Zeitpunkt, da hatte ich mich so in meinem Studium schon sehr eingefunden mit so einer closen Friend Group und es war alles irgendwie, mein Leben war schon so ausgelastet, dass ich gar nicht Zeit für mehr Community und mehr Menschen hatte. Aber trotzdem habe ich mich da so ein bisschen, mir das irgendwie immer so ein bisschen gewünscht und immer das Gefühl gehabt, irgendwie verpasse ich schon was so. Und dann bin ich umgezogen und das war da in London und ich habe irgendwie einfach, weiß ich nicht, auch so direkt angefangen, mich da, weil da war ich so von meiner Uni, so LGBTQ Minority Sexualities Officer und habe da irgendwie direkt auch so richtig proaktiv dann irgendwie Events für die Community und also Events für Bi-Menschen spezifisch auch gemacht und es war sehr, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie dieser Posten hieß. Irgendwie ging es auf jeden Fall um Bi-Sein und es war auf jeden Fall total schön, dass das dann auch, dann habe ich was organisiert und dann sind Leute auch gekommen und es war auch letztes Jahr in Hannover so, da war nämlich, haben ich und ein paar Menschen um mich rum festgestellt, so es gibt wirklich von keinem, der wirklich auch einigen queeren Organisationen in ganz Hannover gab es irgendwas so bei Visibility Week und dann haben wir halt selber was auf die Beine gestellt und haben halt überlegt, okay, wir machen vielleicht irgendwie so ein Speed-Dating und so eine Open-Stage und sind halt auf so Räume zugegangen, wo wir wussten, dass solche Sachen möglich sind und dann haben wir das, haben noch ein bisschen Geld irgendwie vom Asta der Uni beantragt, keine Ahnung, irgendwer hat das irgendwie geschafft, Geld für Lichterketten und Snacks zu organisieren und das war super, super schön und es waren total viele Leute dann einfach super glücklich und dankbar und es war so schön, dass so klar war, dass viele Leute einfach nur drauf gewartet haben, dass irgendjemand was macht.
Ja. Weil auch nicht jeder selber was organisieren kann, denke ich, ja, oder? Ja, voll. Also es hat jetzt nicht jeder die Kapazitäten, aber das ist natürlich immer auch eine Möglichkeit, gerade weil es ja teilweise schon ein Problem ist, dass es zum Beispiel in queeren Zentren keine MSpec-spezifischen Programme gibt oder so. Ja. Und ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt, dabei auch so auf sich selber zu achten und sich auch nicht so an Räumen auszubrennen, wo man merkt, so irgendwie schlägt mir hier was entgegen, mit dem ich nicht so gut umgehen kann und es ist einfach sehr anstrengend, hier das gerade zu machen oder ich kann das gerade nicht, dann ist es auch, also es ist so, das erstmal das Allerwichtigste, dabei auch auf sich zu gucken und mit sich selber verantwortungsvoll zu versuchen umzugehen. Genau, aber manchmal ist es auch wirklich so ein, das sagt einem ja keiner, so du bist ready, eine Veranstaltung zu machen. So manchmal ist es auch so ein, so oh mein Gott, ich bin ja gar nicht krass genug in der queeren Community, was auch immer, bla bla, und das stimmt halt nicht. Voll. Ja, bei mir war das so ein bisschen anders, denke ich, weil ich halt begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und mein inneres Coming-out als MSpec wie jetzt hatte, als ich schon in der ASpec-Community aktiv war einfach und das so nebenher passiert ist quasi. Und da war für mich bislang auch gar nicht die Zeit, mir irgendwie noch eine Community zu suchen oder die Kapazitäten. Sal, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, dass ich vielleicht mal zu einem Visibility-Treffen kommen kann. Bislang hat es noch nicht geklappt. Vielleicht klappt das in den nächsten Monaten mal. Aber da war auch eben dementsprechend, das beeinflusst, glaube ich, auch das Bedürfnis einerseits, noch eine Community zu finden oder sich dort einzubringen. Also wenn, würde ich dort wahrscheinlich eher hingehen als Person, die einfach da ist in der Community. Aber ich habe ja noch nicht, also ich habe ja auch nicht wirklich die Energie, mich noch in nicht-binären Communities groß einzubringen. Komm einfach mal. Genau, ja, ich komme einfach mal vorbei. Und dann empfehlen wir, also du kannst ja jetzt schon Visibility empfehlen für Wien, Wien-Umgebung und so. Ja. Und oder? Ja. Ja. Ich meine, der Verein hat sich halt aufgelöst, leider. Aber die Treffen gibt's aber noch. Aber die Treffen gibt's einmal im Monat. Genau. Und einen Discord-Server gibt's auch und einen Telegram-Channel. Also, falls Leute da hinein möchten, gerne. Voll, wollen, verlinken wir den Discord-Server unter der Folge, oder? Das vielleicht sollte ich ist, glaube ich, das geht, aber ja. Ja. Ich glaube, was auch voll der wichtige Punkt ist, den du da ansprichst, ist so, Internet ist ja auch legitime Community und es ist halt nicht immer überall Dinge mit Realtreffen in Persona und das ist auch nicht für alle Personen möglich, zu sowas hinzugehen und es ist auch nicht, keine Ahnung, für alle Personen von den Kapazitäten irgendwie machbar und keine Ahnung, ich finde auch selbst so passives Memes konsumieren darüber, wie man nicht auf Stühlen sitzen kann oder sowas, ist schon irgendwie so ein auch eine kleine Art, mit anderen B-Menschen zu interagieren. Es ist halt auch Community-Kultur und du hast so eine, eigentlich so eine Insider-Witz ja. Oder sowas und da, dadurch kannst, bist du ja auch auf einer bestimmten Ebene nahe. By the way, B-Community und Punts. Ja. Ja. Voll. Und was dann noch ein Thema wäre, wenn eine Person eben schon in einer queeren Community ist, dann besteht dort ja auch die Möglichkeit, auf BPAN-MSpec-Menschen zu treffen, auf andere. Und auch also vielleicht in Communities, die gar nicht mal unbedingt sich besonders queer
anfühlen. Weil ich glaube, es ist gar nicht so selten, dass Bi-Menschen sich nicht so total zu Hause fühlen in queeren Spaces. Und manchmal ist es auch überraschend, wie viele Bi-Menschen nicht so großartig drüber reden, aber eigentlich schon um einen rundherum sind. Ja, und keine Ahnung, auch irgendwie Bekannte oder Friends, die schon da sind im Leben und die zufällig auch bi sind, so, dann hat man 2, 3 Leute und zack, ist es eine Community. Das ist ja, was Community ist. So die persönliche kleine Community dann. Genau. Das ist ja auch, kann ja auch voll wichtig sein und voll toll sein. Ja. Ist ja schon, wenn du eine Person hast, mit der du das Gefühl hast, du kannst dich austauschen und diese Person teilt so ein bisschen dein Erleben, dann bedeutet das ja auch schon ganz, ganz viel. Ja. Mir ist das lustigerweise eher mit anderen Sachen als mit Bi passiert. Ja, ich glaube, das kann mit ganz vielen Sachen passieren, oder? It's like. Ja, irgendwie stolpern dann immer so Menschen ins Leben und man denkt sich, schon wieder wen gesammelt. Ich meine, gerade bei so Sachen wie Neurodiverse, dann ist es halt so, neue Person, mit der ich mich gut verstehe. Chance, dass die Person auch neurodivers ist, ist relativ hoch. Mhm. Ja, voll. Und das ist halt bei Queerness auch nicht viel anders teilweise. Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, oft sucht man sich auch so ein bisschen unbewusst seine Community. Oder zumindest was, was irgendwie halbwegs passt. Ich glaube, es hat auch etwas, ein bisschen was damit zu tun, dass man über ähnliche Themen reden will oder nicht reden will. Voll. Das stimmt natürlich. Weil gerade wenn mehrere Leute A-Spec sind und sich nicht so darüber bewusst sind oder man in einer Freundschaft beide Leute A-Spec sind und noch nicht out, naja, niemand will über Romantik reden. Gegebenenfalls. Wenn beide also A-Spec sind. Nehmen wir an, sie sind beide Aro und jetzt nicht stark Romance favorable oder so. Es kann natürlich sein, je nachdem, oder sie denken einfach selber nicht an Romantik, dann ja, genau so ungefähr, aber das meinst du auch, oder? Genau. Ich glaube, das sind so voll subtile Sachen zum Teil. Das ist ja auch gar nicht so selten, dass sich so Grüppchen schon zusammenfinden und dann irgendwie Jahre später kommen so die ganzen Coming-outs oder die ganzen Realisationen. Und manchmal dann auch so als Dominoeffekt und manchmal aber auch so ganz langsam nach und nach. Ja, total. Was aber jetzt nicht heißt, dass wenn eine Person jetzt das Gefühl hat, dass in ihrem Umkreis keine anderen Bi-Personen sind, keine anderen M-Spec-Personen sind, dass sie sich dann nicht eben auch, eben wie du schon gesagt hast, selbst was anfangen kann oder eben zu einem Treffen gehen kann, wenn es dann eines gibt. Ja. Ja. Ich glaube, so ja. Treffen sind auch zum Teil, um mal so ein bisschen auch praktische Tipps zu geben, oft so ein bisschen auch schwer zu finden und auf ein bisschen komischen Wegen zum Teil. Also zum Teil gibt es so City-Apps. So habe ich zum Beispiel in London eine richtig coole Bi-Community mal gefunden. Zum Teil sind so Sachen auch auf Facebook, weil es irgendwie so, keine Ahnung, irgendwer mal angefangen hat und da war halt Facebook so das Hauptmedium, sowas zu machen. Zum Teil sind es sogar komische Message-Boards. Also es ist wirklich ein bisschen Nachforschung, kann es sein. Auch was konkret zu finden. Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu ein bisschen weniger angenehmen Thema. Müssen wir leider auch drüber sprechen, wenn wir über Bi- und M-Spec-Themen sprechen, und zwar Bi-Feindlichkeit und eben auch Vorurteile. Ja, und ich glaube, was ich dazu wirklich loswerden muss, was mich
unheimlich aufregt in ganz viel Content über Bi-Sein und auch so Aufklärungskontent, der eigentlich gut gemeint ist, ist, dass es total oft so aufgezogen ist, so, hier sind die 10 Vorurteile über Bi-Sein und dann kommt dann irgendwie dann so, aber das stimmt gar nicht und das ist dann der Aufklärungskontent und es geht immer total viel um Vorurteile und es geht sehr, sehr wenig um ganz konkrete, auch so Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen. Und das trägt auch dann total dazu bei, dass Leute so, dass das Gefühl entsteht, dass Bi-Menschen irgendwie weniger diskriminiert werden, weniger Gewalterfahrungen machen, gerade weil so ein Gefühl da ist, oh ja, die können ja unsichtbarer sein. Dabei ist gerade diese Unsichtbarmachung von außen ein riesiges Problem auch so für Mental Health und irgendwie Anschluss finden, was sich auch total drastisch auswirkt. So. Und dieser Glaube, dass halt da weniger passiert an gerade auch Gewalterfahrungen, ist so ein bisschen auch mit einer Vorstellung von verknüpft, die Leute haben von wie halt queerfeindliche Gewalt aussieht und dass das halt sowas ist, was so auf offener Straße von fremden Leuten irgendwie angegangen und bespuckt und keine Ahnung was werden so und das ist auf jeden Fall auch was passiert und das ist auf jeden Fall auch was Bi-Menschen passiert. So. Aber es gibt auch sehr, sehr viel, was eben gerade in Diskriminierungs- und so Konversationen um Marginalisierung total wenig auftaucht, ist eben Gewalt, die hinter verschlossenen Türen passiert. Und da ist wirklich, wirklich sehr krass, sich die Zahlen zu sexualisierter Gewalt und aber auch häuslicher Gewalt anzugucken. Besonders krass sind die Zahlen dabei für Bi-Frauen. Es ist ein bisschen schwierig, Zahlen für nicht-binäre Bi-Menschen zu finden. Aber auch für Männer sind die Raten, was eigentlich alles angeht, ziemlich deutlich erhöht. Und zwar sowohl gegenüber Heteromenschen als auch gegenüber schwulen und lesbischen Menschen. Auch wieder da andere Orientierungen zu finden, ist nicht so total einfach. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, bevor ich jetzt anfange, ein paar Zahlen zu nennen, dass halt Zahlen über Studien hinweg, gerade was so solche Arten von Gewalterfahrungen angeht, nicht unbedingt sehr gut vergleichbar sind und da zum Teil auch durch die Erhebung bedingt ein bisschen verschiedene Sachen rauskommen, weil eben je nachdem, wie das methodisch gemacht ist, je nachdem, wie gefragt wird, ob Leuten auch ein sicherer Raum gegeben wird, zum Beispiel über Gewalterfahrungen zu reden oder ob so einfach auf Polizeistatistiken geguckt wird, wo die meisten Leute sich gar nicht erst hinwenden. Es ist nicht unbedingt easy, das alles einfach zu vergleichen. Trotzdem entsteht da halt ein richtig krass starkes Bild. Und zwar, ich glaube, das Krasseste und Überraschendste auch, fand ich, war sexualisierte Gewalterfahrung. Das sind jetzt Studien aus so ich glaube, die ist aus Amerika, die sind alle aus dem englischsprachigen Raum, so aus den letzten 10 Jahren. Und das sexualisierte Gewalt geben an, 75% der Bi-Frauen erlebt zu haben. Und auch bei Bi-Männern ist das deutlich erhöht. Und das ist im Verhältnis zu 46% lesbischer Frauen und 43% heterosexueller Frauen. Das heißt, das ist so im richtig saftigen zweistelligen Prozentbereich, wie viel mehr das wirklich ist. Krass ist auch Vergewaltigung. Und zwar werden laut einer Studie, geben an 61% der Bi-Frauen, dass sie schon mal vergewaltigt wurden. Und das geben auch 37% der Bi-Männer an.
auch das ist im Vergleich zu sowohl hetero- als auch schwul-lesbischen Peers erhöht. So, und zwar sehr deutlich. Auch Zahlen zu häuslicher Gewalt sind deutlich höher. Also auch da wieder so 2-3% höhere Raten. Also das bewegt sich alles so um die zwischen so 28%. Und das Ganze hat natürlich auch dann psychische Auswirkungen auf wie Menschen. Also nicht nur eben diese Gewalterfahrung, sondern auch so Sachen wie Erasure, wie Schwierigkeiten in Communities Anschluss zu finden. Also zum Beispiel geben ein Drittel der Bi-Menschen an, dass sie sich nicht in der queeren Community zu Hause fühlen, was auch deutlich erhöht ist gegenüber vielen anderen Gruppen im queeren Spektrum. Das wirkt sich dann dadurch aus, dass zum Beispiel Raten von Substanzmissbrauch, insbesondere bei Bi-Männern, deutlich höher sind. Da geht es um Alkoholismus und um andere Drogen. Es gibt ein erhöhtes Armutsrisiko, was auch wieder auf Diskriminierung rund um Arbeitsplatz, aber auch zum Beispiel ja mit psychischer Gesundheit zusammenhängen kann. Es gibt zum Beispiel hier noch eine Zahl, wie gesagt, Zahlen zu Frauen sind oft etwas einfacher zu finden und etwas eklatanter. Da sind zum Beispiel, haben Bi-Frauen ein 26% höheres Risiko an Depressionen zu erkranken als zum Beispiel lesbische Frauen und ein 20% höheres Risiko an einer Angststörung zu erkranken. Das sind jetzt viele heavy Zahlen. Mich hat vor allen Dingen, also ich weiß von diesen Zahlen schon länger, und was ich immer sehr krass finde, ist auch so diese, dass die Unterschiede halt nicht subtil sind. Dass so wirklich sowas von viel, viel mehr Gewalterfahrung, gerade in diesen so geschlosseneren Räumen, die nicht so öffentlich sind, passieren. Und ich finde da diese Parallele mit so Unsichtbarmachung, so sowohl Bi-Menschen werden unsichtbar gemacht, als auch Gewalt gegen sie passiert in Räumen, wo sie unsichtbar gemacht wird. Voll krass. Also ich finde es auch richtig krass, es zu hören. Und wir hatten ja so ein bisschen jetzt auch noch Zahlen zu Aceback-Personen angeschaut. Und ich hatte eine Studie gefunden, also beziehungsweise ich hatte jetzt gerade eine Studie bei der Hand von 2021, eine englischsprachige Studie, die auch nach Gewalterfahrungen in Partnerschaften gefragt hat und nach sexueller Gewalt, und das sind ja auch die Zahlen. Also ich finde sie auch sehr schockierend einfach, aber nicht ganz so hoch wie die du eben genannt hast, nämlich dass physische Gewalt erlebt wurde, haben 27,6% angegeben, und sexuelle, also in Partnerschaften und sexuelle Gewalt, aber das sind nicht nur Vergewaltigung, sondern es wurde halt dezidiert nach sexueller Gewalt gefragt. Das haben 16,8% so angegeben. Aber da waren die Zahlen zu Bi-Personen ja nochmal krass höher. Ja, aber ich glaube, gerade bei diesen Zahlen geht es ja auch oft darum, dass Betroffene gar nicht unbedingt einordnen, ohne dass es nochmal geframed wird, auch durch die Studie, was die da erlebt haben, in diese Kategorien fällt. Ich glaube, die Zahlen sind jetzt nicht, also keine Ahnung, ich finde die Zahlen einfach allgemein sehr krass. Ich meine, die Zahlen sind bei diesen Sachen gerade
auch nicht direkt vergleichbar, weil es auch eine leicht andere Fragestellung ist. Genau, also das wollte ich auch gerade sagen, dass, wie du vorher gesagt hast, es ist halt nicht direkt vergleichbar. Es ist eine andere Fragestellung, die Methodik ist auch nochmal so ein Thema. Wissen wir, oder um wieder von Bipersonen zu sprechen, hast du, also was gibt es denn für Ansätze, warum das so sein könnte? Also es gibt nicht wirklich empirische Forschung dazu, aber es gibt auf jeden Fall so Vermutungen dazu. Und dazu gehört zum Beispiel gerade in diesen so Sexualstraftaten, aber auch was so häusliche Gewalt angeht, das ist sehr oft allgemein damit korreliert, dass die TäterInnen einen Willen hat, den die PartnerInnen zu kontrollieren. Und dass da so ein Gefühl von Kontrollverlust über eine PartnerIn, der die sich weniger kontrollierbar sozusagen anfühlt durch die Sexualität, dazu führen kann, dass TäterInnen da eben solche Maßnahmen ergreifen, um sich dieses Kontrollgefühl wieder zu holen. Das kann auf jeden Fall ein Mechanismus sein. Auf jeden Fall ist auch Fetischisierung ein großer Faktor. Also da zu denken, das ist irgendwie jetzt ein Abenteuer, oder aber auch dadurch, dass die Partnerperson queer ist, die irgendwie so ein bisschen als ein bisschen minderwertig zu empfinden, was einfach so allgemeine Queerfeindlichkeit, aber auch spezifische Bifeindlichkeit sein kann. Dann aber auch so Sachen, so ein Versuch, so eine Person so umzudrehen. Also ein ganz furchtbares so Wortkonzept, was schwer besser ausdrücken kann. Auch das, auch dieses Motiv ist eins, was es gibt. Ja. Ich glaube, dazu ist auch zu sagen, dass oft ein bisschen das Vorurteil da ist, dass halt gerade in Beziehungen, die von außen als hetero gelesen werden, da diese Gewalt alle passiert und da diese ganzen Probleme entstehen und dass halt dann so ein Victim-Blaming auch dann manchmal passiert, innerhalb queerer Communities sogar, dass dann so ein so, haha, ja, wenn du dich auch so mit so Cishet-Männern abgibst, dann bist du ja selber schuld, dass die gewalttätig sind oder so, überrascht ja keinen. Das ist auf jeden Fall auch nicht, was die Zahlen sagen. Also in den Zahlen ist sehr, sehr deutlich, auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, die Gewaltzahlen jetzt nicht krass anders, und auch in solchen Beziehungen können oft so toxische Dynamiken entstehen, gerade auch, weil da dann rundherum oft wenig Strukturen sind, die sowas dann auffangen können und sich Betroffene oft noch isolierter fühlen. Genau. Und ich glaube, so was ich nicht so finden konnte, ist Zahlen zu so verschiedengeschlechtlichen Beziehungen, die jetzt nicht zwischen Männern und Frauen waren, oder es war nicht so richtig rauszulesen aus den Daten. Genau. Genau. Und dann wollen wir vielleicht gleich zum Thema Unsichtbarkeit, Erasure, weitergehen. Mara, das ist auch ein Thema, das, wo du viel zu sagen hast, oder? Ja, also ich glaube, wir haben ja gerade auch viel so krasse Zahlen über alle möglichen Diskriminierungserfahrungen und auch dann den Umgang damit gehört. Und es macht halt einen riesen Unterschied, ob dabei, keine Ahnung, ob man dabei eine Community hat, mit der das verarbeitet werden kann, oder ob man das Gefühl hat, man steht irgendwie völlig alleine im Raum mit diesen ganzen Erfahrungen. So. Und es ist überhaupt ein unheimlich schwieriges, unsicheres Gefühl, das Gefühl zu bekommen, irgendwie, es gibt keine Repräsentation, es gibt keine Sichtbarkeit, und ich
werde auch aktiv unsichtbar gemacht. Ein großes Thema ist dabei, dass halt allgemein Menschen, die in irgendeiner Art von monogamen Beziehung sind, sich aber als bi labeln, dann sofort ein Label aufgedrückt bekommen von allen von außen, das scheinbar mit dieser Beziehung dann übereinstimmt und dabei unsichtbar gemacht wird, dass diese Person halt ihre Identität ja weiter hat. So. Und wenn sich so eine Identität ändert, dann liegt das in den allermeisten Fällen nicht daran, wie die Partnerperson, also was für ein Geschlecht gerade die Partnerperson hat, sondern das kann aller möglichen anderen Gründe haben. Und wenn eine Partnerperson vorschreibt oder guilt-trippt, welche Labels eine Person haben sollte, dann ist es auch wahrscheinlich ein bisschen toxisch. Klingt nicht gut. Erst einmal. Ja. Und dann wird zum Beispiel ja auch vor allem auch abgesprochen, überhaupt queer zu sein, wenn Personen nicht in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung sind. Ja. Ja, und gleichzeitig wird in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, eben wie du gesagt hast, auch nicht gesehen, dass die Person noch bi ist. Oder weiterhin, dass die Person einfach bi ist. Was heißt noch? Ja, man kann dieses Unsichtbarkeitsgame nicht so richtig gewinnen. Also, keine Ahnung. Und klar, ich meine, so natürlich, Polybeziehungen sind ein Ding und alles, aber das kann ja nicht sein, dass sozusagen Leute das Gefühl haben müssen, so, ah ja, diese Person ist ganz eindeutig auf einmal so klar mit den Personen involviert und dann kann ich irgendwie einsehen, dass die Person weiter bi ist. Nee, die Person ist einfach bi. Ja, genau. Und da passiert dann es auch leicht, dass dann so in queeren Spaces auch dann so Unsichtbarkeiten passieren. Und ich glaube, wir haben gerade schon ein bisschen darüber geredet, dass so Communities auch manchmal ein bisschen schwer zu finden sind. Und das liegt aber nicht nur daran, dass es irgendwie wenig Bi-Menschen gibt. Es gibt verdammt viele. Es ist die größte Gruppe im ganzen Spektrum. Sondern es liegt einfach auch daran, dass da Mechanismen da sind, wo halt immer wieder so in kleinen Sachen Identitäten abgesprochen werden und dann haben Leute einfach keinen Bock mehr auf solche Spaces. Voll, ich frage mich manchmal wirklich, woran das liegen kann, also ob Menschen sich einfach, oder ob wir Menschen uns einfach manchmal so schwer tun, anzuerkennen einfach, dass, was weiß ich, die Orientierung einer Person nicht an ihrem Partnermenschen oder ihrem Nicht-Partnermenschen, was auch immer, ablesbar ist direkt. Und deswegen gleich so ein, also gleich ein eindeutiges Label draufklatschen müssen auf die Beziehung, wobei Fremdlabeln ja immer übel ist, finde ich. Ich meine, es hängt sicher auch damit zusammen, dass Menschen sich generell sehr leicht zu tun scheinen, wenn sie genau zwei Kategorien haben, in das sie Dinge einordnen können. Ach ja, das klingt bekannt. Auf jeden Fall, ich glaube, da ist ganz viel so dieses so, es muss in diese, eine von diesen zwei Schubladen passen. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass manchmal es auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, wenn man so Diskurse darüber mitbekommt, wie jetzt so Repräsentationen von zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Beziehungen in bestimmten Medien oder so auftauchen, wird sobald zwei Personen in einer anscheinend gleichgeschlechtlichen Beziehung sind, wird denen sofort ein Label aufgedrückt, was nicht bi ist. Ja. Also die sind dann homosexuell eigentlich. Yay, ein schwules Pärchen. Und das schwule Pärchen hat so absolut kein Wort geredet und war für 3 Sekunden im Bildschirm und ist so. Wissen woher Sie das? Glauben jetzt alle zu wissen, wie die sich identifizieren?
Ich meine, sie sind definitiv queer. Aber wie queer Ja. wurde noch nicht Ja. beantwortet, Also ein eigentlich. Stück weit kann ich es, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen, von wegen, man freut sich so sehr über die Repräsentation, dass sie dann direkt juhu, schwul, juhu, lesbisches Pärchen genommen wird, aber eigentlich wissen wir es nicht, wenn die Personen nicht geredet haben. Und es ist ja auch wichtig, dass wir schwule und lesbische Repräsentation haben, aber es braucht eben eigentlich auch Bi-Charaktere in Serien, Filmen, Media und nicht nur solche, die als Bi gehetcanont werden, die auch, aber einfach auch Charaktere, die kanonisch Bi sind. Ich glaube, was man sich bei, wenn man gerade so über Erasure redet, auch total bewusst machen muss, es geht total leicht, dass man total viel über queere Communities und wie das in queeren Communities passiert, redet. Und ja, das ist auch ein großes Problem und das passiert und das tut nochmal extra weh in einem Space, wo man sich zu Hause fühlen möchte. Aber gleichzeitig ist so schon auch so der gemeinsame Oppressor, nicht wir untereinander. So, ne? Und das allermeiste an Bi-Erasure passiert durch Cishet, alles Machtstruktur, Patriarchat und nicht, weil nicht alle in Communities perfekt sind. Ich glaube tatsächlich, dass auch viel Inner-Community Erasure und Streit darauf basiert, dass wir das Gefühl haben, gegeneinander wetteifern zu müssen, so. Oder dass wir anerkannt werden wollen vor den anderen, was eine Schwierigkeit in sich ist, weil wir das Gefühl haben, dass es ein Wettstreit um den Rest vom Kuchen ist oder die Krümel, die noch nicht die vorherrschenden gesellschaftlichen Strukturen aufgesammelt haben, so quasi. Und da stimmt ja auch was krass nicht dann. Dieser Kuchen, den gibt es ja eigentlich nicht so, weil diese Machtstrukturen sind eigentlich für alle Scheibenkleister, unabhängig von Sexualität und Geschlecht und anderen Faktoren, nur auf welche Art und wie sie scheiße sind, ist anders und ob man nicht, obwohl sie scheiße sind, doch auf eine gewisse Art und Weise teilweise davon profitiert, ist anders. Ja, ich glaube auch die Unsicherheit, was ist, wenn es anders ist, spielt da oft auch mit rein. Ja, und ich glaube, so je mehr Menschen dann so als anders von der Gesellschaft irgendwie verstanden werden, desto krasser wirken sich diese ganzen Mechanismen ja nochmal aus. Also wenn es schon als weiße Bi-Person schwierig ist, in queeren Communities oder in den Medien repräsentiert, gesehen, verstanden zu werden, dann gilt das nochmal krasser für People of Color, dann gilt es nochmal krasser für behinderte Menschen, die im Vergleich zu nicht behinderten Menschen. Also es ist ja richtig, richtig wichtig, da auch zu gucken, wie krass diese Strukturen auch ineinander greifen und dass mehrfach marginalisierte Menschen wirklich auch überall existieren und eigentlich eher die Regel als die Ausnahme sind. Ich muss sagen, mir fallen, ich weiß nicht, ob mir jemand einfällt, der diese Machtstrukturbild von cis, hetero, nicht behindert, weiß, männlich, nicht arm und so weiter tatsächlich entspricht. Meiner Politik. Ja, aber da weiß man es auch nicht, ob da, also. Irgendwo gibt es da immer so ein Ding, wo. Aber warte mal, das stimmt ja eigentlich auch nicht. Das ist doch generell die Frage. Also dadurch, dass diese Bilder
ja auch Konstruktionen sind. Und Normen ja auch ein konstruierter Durchschnitt sind, quasi. Durchschnitt ist sowieso das falsche Wort. Dass es einfach immer da, dass quasi so ein Bild entsteht, wer da am nächsten dran ist, profitiert am meisten. Und ich glaube, so ist es auch so ein bisschen besser beschrieben, weil dann klar ist, es muss niemand genau auf dieser Linie oder genau in der Mitte stehen, um davon zu profitieren. Wir profitieren in gewisser Weise mehr oder weniger jeweils. Und mehrfach marginalisierte Personen sind halt dann sind dann weiter weg und erfahren andere Arten Diskriminierung und haben noch weniger Privilegien. Ich würde auch sagen, dass das als eine Linie, wo man näher oder weiter weg ist, vielleicht auch gar nicht so in einem, wir sind alle auf einer Linie, sondern eigentlich macht es mehr Sinn, das als mehrdimensionalen Raum zu sehen, sogar noch. Ja, das ist eigentlich das, was ich beschreiben wollte. Da kommen ja auch, und es gibt ja auch einfach unterschiedliche Arten von, wie Marginalisierung Leute trifft. So. Und ich glaube, das zeigt ja auch, um so wieder zu Erasure nochmals konkreter zu werden, Erasure ist ja auch so ein ganz perfider Mechanismus der Marginalisierung, wo es halt unheimlich schwierig ist, auf irgendwas so zu zeigen und zu sagen, so, jo, das ist ein Problem. Sondern es ist irgendwie so dieses diffuse Gefühl, dass da irgendwie nichts ist, an denen sich Menschen so festhalten können. Oder es sind 100.000 kleine Sachen, die im Einzelnen ja gar kein Problem wären. Aber als Masse schon. Ja. Weil zum Beispiel, ich komme jetzt auf Fanfiction-Text zu sprechen, wenn man Charaktere hat, die in Canon, in der ursprünglichen Geschichte, in einer Hetero-Beziehung waren und die jetzt in einer Fanfiction in Gleichgeschlechtliche getan werden, die da geschippt werden, dann ist es extrem häufig, dass die Tags Lesbian oder Gay sind. Lesbian Character Name. Gay Character Name. Aber nicht besonders häufig Bi. Und das ist irgendwie so semi-automatisch. Aber fühlt sich auch als Gruppe genommen, als wenn so viele das machen, wie Erasure an. Weil es einfach die Möglichkeit nicht denkt, dass Bi-Leute existieren können oft. Das ist so ein bisschen wie auch in allen möglichen Medien, es ja sehr oft Charaktere gibt, die irgendwie so sich auf eine Art verhalten, wo man denkt, die Person könnte bi sein oder so allgemein krasse Bi-Vibes gibt. Und dann ist aber das nie auf irgendeine Art benannt. Oder eine Person sagt sogar explizit, dass ihr so, mir sind Labels egal oder so. Und das ist ja mega, erstmal mega valid. So, wenn das eine Person im realen Leben sagt, nice. Aber die Tatsache, dass es so viele Charaktere einfach genauso machen, da fehlt die Repräsentation von Leuten, die sich einfach so labeln. Und da fragen sich auch so, wegen was für einem Stigma wird das in den Serien nicht genannt. Das sind ja nicht reale Personen, die sich so identifizieren. Und es ist ja auch nicht mal so, als ob das jetzt dann die krasse Repräsentation wäre für Leute, die keine spezifischeren Labels verwenden und deren Gründe dazu, sondern es ist ja einfach nur so ein, die Person ist so mysteriös oder sowas ganz oft, was auch wieder in so Fetischisierung alles Mögliche reinspielt. Ja, und ins Thema Queerbaiting, oder? Oh ja. Ja. Und es ist auch irgendwie so statistisch wieder dieses, in der Gruppe wird es vor allem schlimm. Weil halt so viele Charaktere dann unter dieses keine Labels verwenden, auf eine Art und Weise, die halt eher aus nicht wirklich mit den Menschen, die tatsächlich keine Labels verwenden, zu tun hat, im Vergleich zu den Menschen, die tatsächlich das Label B verwenden oder Pan oder zumindest irgendwie sagen, dass sie queer sind meistens, sogar noch, wo eigentlich statistisch ja die meisten Leute,
die sich als queer bezeichnen könnten, von denen ich das weiß und die unter bi fallen könnten, von denen ich das weiß, neigen doch dazu, das Label zu verwenden. Ja. Ja. Und nicht umgekehrt, dass 99,9% das sagen. Und das heißt ja nicht, dass es nicht Leute gibt, die keine Labels verwenden, aber sie sind nicht die eindeutig überwältigend größte Gruppe. Drücken wir es so aus. Ja, beziehungsweise braucht es halt beides. Genau. Also, es sollten halt Bi-Personen genauso repräsentiert werden. Und eben, wie Mara vorher gesagt hat, diese Personen, die dann keine Labels verwenden, die verwenden ja nicht keine Labels, weil sie dahinter einen Prozess haben, der sie zu diesem Schluss geführt hat und der auch gezeigt werden kann, sondern die verwenden keine Labels, weil man diese Personen nicht labeln möchte. Ja, das ist also wenn einmal so ein wenn ja genau, das ist ein sehr großer Unterschied und wenn man mal diesen Prozess darstellen wollen würde, hätte ich auch überhaupt kein Problem damit. Ja. Das aber zu sagen, eigentlich. Ja, total. Cool. Wenn jemand kein Label verwendet und einen Prozess dahinter hat, ja. Aber das, so wie es jetzt oft ist, das ist halt auch eine Strategie, sich nicht zu committen für, also sonst müsste der Charakter ja irgendwie gegebenenfalls auch gut repräsentiert werden. Und so pisst du, also wenn der Charakter dann eh in einer Hetero-Beziehung landet, auch wieder gegebenenfalls, oder einfach nichts klar benannt wird und ein bisschen damit gespielt wird, dann pisst du halt auch queerfeindliche Leute nicht an. So. Ja. Wobei ich kein Problem hätte, wenn die auch mal ein bisschen mehr angepisst werden. Wäre schön. Also, was das angeht. Mir fällt es zum Thema, dass das halt diese Charaktere, die keine Labels verwenden, nicht besonders gute Repräsentation für Leute sind, die keine Labels verwenden, ja auch noch ein. Eigentlich macht es die auch ein bisschen unsichtbar. Ja. Das macht die Prozesse unsichtbar und die Gedanken, die dahinter stehen und die Gründe. Genau. Ich glaube, mir ist so zur Unsichtbarkeit nochmal auch wichtig, dass es eben ja auch nicht nur so subtile Sachen und Medienrepräsentationen sind, sondern auch ja so richtig eklatant dolle Erfahrungen zum Teil, wo ziemlich gewaltvoll auch unsichtbar gemacht wird. Also zum Beispiel, wenn Bi-Menschen von bestimmten Erfahrungen erzählen, die sie gemacht haben und dann jemand ihnen diese Erfahrung einfach abspricht. Insbesondere, wenn Leute auf der Suche nach Hilfe sind, insbesondere, wenn es sich um Marginalisierungserfahrungen handelt oder wenn es sich, keine Ahnung, um Beziehungsgewalt, alles Mögliche handelt, dann kommt da ganz leicht auch so ein, ja, keine Ahnung, ihr seid ja gar nicht so unterdrückt, also kann es ja gar nicht so schlimm sein. Oder, naja, du könntest ja auch so ein Victim-Blaming-Ding von, hättest du dich so verhalten, dann wäre das alles nicht passiert oder so. Und auch das ist Unsichtbarmachung. Und auch die Tatsache, dass halt alle, wenn es um Bi mal geht, um Diskriminierung von Bi-Personen geht, ist dabei belassen, einfach so ein paar Vorurteile meistens ja kaum mehr als zu benennen. Und das war die Info. Das ist ja auch eine Unsichtbarmachung von Gewalt gegenüber Bi-Personen, die dann dazu führt, dass Bi-Personen, die auch Gewalt in ihrem Leben erfahren, überhaupt keine Leute haben, an denen sie sich orientieren können und überhaupt nicht irgendwie Spaces haben, Menschen haben, zu denen sie gehen können, die sie irgendwie finden oder suchen können, wo sie das Gefühl kriegen, okay, ich bin nicht die einzige Person, die jetzt diese Erfahrung gemacht hat. Und allein das ist ja schon ein Riesenschritt. Und das zieht sich dann ja auch weiter rein in so Opferhilfen und alle möglichen Sachen, dass da überhaupt nichts ist, das, ja, oder dass auch so Gewalt gegenüber Bi-Personen auf der Straße
auch irgendwie untergelabelt wird unter andere Sachen. Ja, auch Unsichtbarmachung von Gewalt ist halt eine sehr krasse Form von Unsichtbarmachung. Das stimmt. Wollen wir noch über Pathologisierung sprechen? Ja. Ja, ich glaube, das Gespräch war so ein bisschen aufgekommen, gerade auch so in so Parallele zu Asexualität und der Pathologisierung davon. Willst du dazu vielleicht erstmal was sagen? Zur Pathologisierung von Asexualität? Also ich meine, ich weiß, ihr habt auch schon und ganz Folgen Aromantik. Dazu gemacht, aber... Ja, also einerseits natürlich diese... Boah, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, hey. Nein, tut mir leid. Nein, alles gut. Klar, also bei Asexualität und auch Aromantik bzw. Personen auf den Spektren und auch auf anderen A-Spektren gibt es halt oft auch diese Einstellung mit von wegen, mit dir stimmt ja etwas nicht, weil das so ein grundlegendes menschliches, also so eine grundlegende menschliche Erfahrung ist, also romantische Anziehung und sexuelle Anziehung, oder viele Menschen glauben, dass es das ist, dass sie dann denken, wenn das fehlt oder nicht in einem adäquaten Ausmaß, was auch immer jetzt ein adäquates Ausmaß ist, empfunden wird, dass dann mit der Person etwas nicht stimmen muss, was dann auch einfach oft immer wieder medizinischen Gründen zugeschrieben wird, also sowas wie hormonelles Ungleichgewicht oder so, oder Hormonstörungen, wo dann Menschen auch gesagt wird, ja, lass mal die Hormone checken oder so Sachen. Oder auch, dass Asexualität bzw. Aromantik als Traumafolge eingeordnet werden oder und Leute halt gefragt werden, ja, hast du schlechte Erfahrungen gemacht oder hast du eben sexuelle Gewalt erfahren, die dich so gemacht hat, was ja auch krass übergriffig ist und einfach so auch nicht stimmt. Auch wenn es natürlich Menschen gibt, die asexuell sind, aromantisch sind, sexuelle Gewalt oder sonst schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber, oder das auch in Zusammenhang bringen, aber für viele ist das eben überhaupt nicht so. Ja, ich glaube, so was so Pathologisierung von Bi-Sein angeht, gibt es auf jeden Fall, auch gerade wenn man sich die Geschichte anguckt, so Freud zum Beispiel klare Linien wieder, dass irgendwie als Symptom von psychischen Problemen irgendeiner Art dargestellt wird, die dann irgendwie so, um zu einem vollendeten Menschen zu kommen, um irgendwie über irgendwie, das wird dann manchmal so als so eine Jugend verbleiben in irgendeiner Jugendphase verstanden, genau, und aus der dann irgendwie eine Person rausgeholt werden muss. Aber ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass diese Art von Pathologisierung schon auch eine ganze Ecke weiter in der Vergangenheit liegt und deutlich weniger bis ins Jetzt reicht als Pathologisierung von Menschen auf dem asexuellen, aromantischen Spektrum. Und es gibt aber schon auch gerade eine relativ neue Studie, die Vorurteile von TherapeutInnen, also PsychotherapeutInnen, gegenüber Bi-Menschen untersucht hat. Und da ist schon rausgekommen, dass dann zum Beispiel Sexualverhalten anders zugeordnet sind, dass Ratschläge anders gegeben werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in dieser Studie auch vorkam, aber das auf jeden Fall so tendenziell schneller dann übergegangen wird, dann auch so Bi-Verhalten, also promiskuitives Bi-Verhalten, dann auch einzuordnen als irgendwie so ein manisches Symptom, was nicht in allen Fällen völlig falsch ist, so, aber das eben spezifisch dann irgendwie Bi-Verhalten als wieder als Symptom irgendwie konstituiert wird und dann aber auch durch diese Vorurteile von TherapeutInnen nicht dann die gleiche Hilfe und der gleiche Support der Personen entgegenkommt, die nicht bi sind. Ja.
meiner Erfahrung mit Psychotherapie und Aromantik ist, erklärt zu bekommen, dass sie alle lieben. Yay. Krass. Das war ein Erstgespräch bei einem Versuch, mir Hilfe zu suchen, weil ich suizidgefährdet war. Und dann habe ich mir keine Hilfe geholt. Das hört man dann natürlich immer gerne. Und ich hoffe, man hört meinen Sarkasmus. Das ist dann natürlich immer, also da sieht man halt auch gleich die Folgen. Also das ist sicher bei Bisexualität dann ähnlich, aber wenn du mitkriegst, dass eine therapierende Person, zu der du Vertrauen aufbauen solltest oder wo ein Vertrauen geschaffen werden sollte, dich dann anders bewertet als andere Menschen oder dir mit solchen Aussagen entgegenkommt, dass Menschen sich dann gegebenenfalls einfach auch keine Hilfe mehr suchen oder die, ja, das hat ja Folgen. Ja, und gerade wenn man sich so diese ganzen Mental Health Sachen von eben in den Kopf holt, dann ist es noch mal gruseliger. Ich falle unter Aro-Alo, ich falle noch mehr unter Erasure. Und über Annahme, über Promiskuität. Da gibt's ja dann noch mal eine Überschneidung von Annahmen, weil einerseits wird es halt von Bi-Personen angenommen, aber von Alo-Aro-Personen dann noch mal anders und wird dann ja noch mal aus einer anderen Richtung pathologisiert. Yep. Das Zusammenkommen ist wundervoll. Ich hoffe, man hört den Sarkasmus. Ja. Ja, und wie ihr merkt, gibt es zu Bi- und M-Spec-Identitäten alles Mögliche zu sagen und wir sind auch schon lange nicht am Ende angekommen. Daher wird es dazu einen zweiten Teil geben und wir beenden hier erstmal den ersten. Lexikon und Kulturecke gibt es dann nächstes Mal, dann hört ihr auch mich, Sal und Mara wieder. Ja, aber fürs Erste möchte ich mich bei allen bedanken, die unsere Umfrage ausgefüllt haben. Tolle Antworten, die uns wieder sehr viel geholfen haben und gebracht haben für diese Folge. Vielen Dank euch, auch wenn wir nicht alle vorlesen konnten. Dann, die Redaktionsleitung der Folge habe ich übernommen. Im Vorbereitungsteam waren außerdem noch Vivi Noir und eben, ja, Mara und Sal mit dabei. Den Schnitt der Folge wird Sal übernehmen. Vielen Dank dir, Sal. Und wenn ihr jetzt noch Rückmeldung, Feedback habt, irgendetwas diskutieren wollt oder Folgenwünsche, meldet euch doch gerne bei uns. Ihr könnt auch gerne bei uns mithelfen, wenn ihr wollt. Meldet euch. Ja, wo findet ihr uns? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektrum.eu, auf Instagram unter inspektrin-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Außerdem könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an inspektrin@gmx.net oder ihr findet uns auf dem Aspect German Discord Server. Dort haben wir einen Kanal, in den ihr schreiben könnt, oder ihr könnt uns auch ab und zu im Voice Chat antreffen, wenn ihr wollt, und mit uns quatschen. Ja, genau, das war's dann auch für heute und ich sage Tschüss! Tschüss!